Also ich muss wie immer anfangen. Ich habe leider meinen Problembären vergessen. Mein Problembär ist ein Stoffaffe, der im Körper, also ein Bär im Körper eines Affen, der ist so groß. Und den kriegt jeder auf den Buckel geschnallt, der mir mitteilt, das Problem ist oder das geht nicht, weil oder das ist, geht nicht, bis er eine Lösung hat. Oder ein Lösungsansatz, oder ein anderer sagt, das Problem ist. Weil was das Problem ist, das wissen wir alle, was die Analyse kennen wir auch alle. Und jetzt geht es an die Lösungsansätze. Also es hat natürlich da keiner die Weisheit mit dem Löffel gefressen, aber irgendeine Idee muss man schon haben, weil man kann nicht sagen, es ist alles schlecht und es ist schlecht, aber wie machen wir es anders? Also wenn da nichts kommt, hast du das Problem scharf im Gesicht. Also da kriegst das Problem scharf, kriegt man auf den Buckel gebunden, wenn man das sagt. Es ist mir eine kleine Runde ist recht günstig, weil ich würde dann das als so eine Art politisches Bootcamp auch benutzen, inklusive Anti-Untertanen-Training zu den Themen unter anderem Neutralität. Bundeskanzler, Bundespräsident, was haben wir noch? Gewaltentrennung, sodass jeder sattelfest in einer Diskussion ist und jedem entgegentreten kann und sagen, findest du das eigentlich okay, dass das so ist? Hast du das gewusst, dass das so im Gesetz steht? Weil, dass wir kein medizinisches Problem haben, brauche ich glaube ich nicht erwähnen, also nie hatten. Ja. Ich will auch nicht hören, die Pandemie und vor der Pandemie, es gab nie eine, es gibt keine, es wird nie eine geben. Und diese ganze Krankheit ist dafür, das ist alles ein Hoax. Aber das ist und deshalb würde ich es gar nicht hören, vor der Pandemie, oder die Pandemie, es gibt keine. Ja. Also es wird auch nie in einem industrialisierten Land eine Infektionskrankheit geben, die aufschlagt und uns dahin läuft. Ja. Also funktioniert einfach nicht, selbst wenn du das möchtest. Selbst wenn du das im Plan hättest, das haut nicht hin. Also wir haben offensichtlich ein gesellschaftspolitisches Problem und wie wir schon festgestellt haben, gibt es wenige Alpha-Schweine, ja, Alpha-Meerschweine, die vorne gehen und dann gibt es viele, die sagen, ja, aber ich traue mich nicht. Ja. Das werden wir nicht ändern, das ist, glaube ich, eine menschliche Conditio Humans, eine menschliche Grundbedingung, dass halt immer ein paar Leute gibt, die ich gehe und der Rest folgt. Die allermeisten Menschen, hallo, grüß euch. Hallo. Jetzt ist es schon, wo man Roland setzen will. Die allermeisten Leute in dem Land, auch wenn sie das große Ganze nicht verstehen, oder wenn sie geschrieben haben, Corona ist super, wir werden alle sterben, wissen, dass irgendwas nicht passt. Ja, also das habt ihr sicher schon bemerkt, jeder weiß, da spielt irgendwas nicht. Ja, auch wenn er gespritzt oder sonst was ist. Aber auf die Politiker vertraut sowieso keiner mehr. Aber wir haben nun einmal ein politisch-gesellschaftliches Problem. Und wenn es nach dieser MFG, nach dem MFG-Debakel, das muss man ja leider sagen, wenn es irgendjemand mit dem Wort Politik kommt, schwumst, ja, da ist sowieso gleich, braucht man nicht. Politik im Sinne von das Gemeinwesen betreffend, ja, Pol ist die Stadt. Und das werden wir irgendwie regeln müssen. Ja. Es wird uns nichts anderes überbleiben. Ich bin schon, früher war ich eine glühende Zentralistin aus guten Gründen, jetzt bin ich aus guten Gründen nicht mehr. Wir werden gewisse Sachen im gemeinsamen Eigentum in der Allmende lösen müssen. Die Straße kann ich mir nicht selber bauen. Der öffentliche Verkehr, die Stromleitungen, die Wasserleitungen, die Krankenversorgung. Ich will nicht hören, Gesundheitssystem, ja, oder Gesundheitssystem. Nein, das ist für kranke Leute, nicht für Gesunde. Ja. Allein dieser Begriffs-Brain-Faktor wäre schon unruhig. Ja? Das heißt nicht Gesundheitssystem, es ist ein Krankenversorgungssystem. Und das können wir alleine nicht leisten. Und das muss im Allgemeinen, müssen wir irgendwie regeln als Gemeinschaft. Was wir jetzt haben, es ist alles überreguliert und die Schlechtesten machen das. Ist jemand im öffentlichen Dienst oder war jemand im öffentlichen Dienst? Jetzt weiß wieder keiner. Also ich war eigentlich im öffentlichen Dienst. Du warst auch im öffentlichen Dienst. Zwei Jahre, ja.
Also im Allgemeinen ist das so, die größten Flaschen, ja, die auf den unteren, die nichts zusammenbringen, ja, die bei der täglichen Arbeit, wo es Roboter sind, nichts zusammenbringen, werden dann nach oben gelobt, weil mit dem kannst du nichts anfangen. Und dann und noch, und da haben wir halt weggeschaut, weil das weiß jeder, jeder kennt solche Beispiele, weil es gibt Ausnahmen, ja, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber im Allgemeinen ist es leider so im öffentlichen Dienst, dass die Unfähigsten dann nach oben gelobt werden. Und dann haben sie auch Psychopharmaka. Wundert mich nicht, weil wenn ich jeden Tag einige in einen Job, wo ich hatte so einen Job einmal, wo ich gewusst habe, ich kann das nicht, ja, was machst du dann? Dann nimmst du Kokain und fängst an zum Saufen. Oder beides oder nur eines. Und deshalb sind die, sind sehr viele Politiker Alkoholiker und drogenabhängig. Wundert mich nicht, ja, weil Kokain. Zum Beispiel. Also da muss ich jetzt kurz einwerfen. Der Kanzler hat gesagt, das sind die Optionen. Psychopharmaka oder Alkohol. Das ist jetzt voll die Schwurbelei da. Ich habe für Alkohol entschieden. So, und dass das ja irgendwie eine völlige Perversion ist, dass unser gemeinsames Eigentum von den größten Idioten verwaltet wird, die brauchen dann einen Berater. Ja, letztens hat mir eine ärztliche Kollegin mitgeteilt, sie kann nichts über sie sagen, dass der arme Steinhardt, dieser Ärztekammerpräsident, der Wiener, er ist so viel arm, weil er hat ja auf seinen Berater gehört. Er ist schon, ich brauche keinen Berater. Was bist du vom Beruf? Was warst du? Friseur, Installateur, fließende Vase. Hast du da einen Berater braucht? Ich meine, da passt ja dann was. Es ist nicht so, dass man nicht fragen kann, ja, weil man kann sich ja nicht in allem auskennen. Also ich habe auf den Berater gehört und der ist jetzt schuld, ich meine, Alter, geht nicht. Ja. Solche Leute brauchst du nicht in der Position, die unser Eigentum verwalten. Und Politik bedeutet für mich, wir brauchen eine Verwaltung inklusive Entscheidungsträger für das, wie wir das machen. Bauen wir einen Flughafen, rennen wir die Straßen, machen wir das so, wie ist das außenpolitisch. Dass man 2/3 des öffentlichen Dienstes wahrscheinlich ungeschaut einstampfen kann, das wird wohl so sein. Ja, also wie gelangen wir da hin? Mit denen, die gelangen wir da nicht mehr hin, mit denen wir auch nicht hin. Und mit denen, die jetzt am Ruder sind, gelangen wir erst recht nicht hin. Du hast, glaube ich, vorher gesagt, weil, also solange die Mehrheit irgendwas wählt. Wir haben eine kleine Prozentrechnung gemacht für die Niederösterreichwahl und auch für die Salzburg- und die Kärntenwahl. Wie viele sind insgesamt wahlberechtigt und wie viele Menschen von denen haben, die den Sieger gewählt. Das ist keine Mehrheit. Ich meine, es ist natürlich nur eine theoretische Rechnung, weil ich habe die Nichtwähler so gerechnet, dass die die nicht gewählt hätten, wenn sie gewonnen hätten. Ja. Aber die haben keine Mehrheit. Ja, in Salzburg haben 80% nicht ÖVP gewählt. Ja, ist so, habe eine Prozentrechnung gemacht. Und das ist überall das Gleiche. Es gibt sehr viele Nichtwähler. Ich gehe davon aus, dass die Nichtwähler sagen, das passt mir alles nicht, was ich verstehen kann. Und meine Konklusion ist daraus, ja, es geht aber nicht anders, ja, dass wir in diese Positionen kommen müssen, weil so wie es ist, so kann es nicht bleiben. Diese Flaschen braucht keiner und dann müssen wir es halt einfach selber machen. Und in die Positionen müssen wir halt meines Erachtens nach kommen. Also ich widerspreche da ganz kurz, wenn wir vorher den Berater hatten. Ich denke, dass die 104 Menschen, die unseren Kanzler beraten, der sich aktuell in Afrika als großen Häuptling feiern lässt, weil er das bei uns trotz 104 Berater eben nicht mehr kann, durchaus daran interessiert sind, dass es nach wie vor richtige Pfosten auf richtigen Posten gibt, weil die damit ihr Geld verdienen. Wenn wir anfangen, wirklich kompetente Menschen in ihr Ressort zu setzen, dass sie sich auskennen und die anderen einsporen, dann wird es am AMS aber sehr, sehr, sehr dicht gedrängt werden. Wir können die nicht alle umschulen. Das ist völlig richtig, dass sie das freiwillig nicht aufgeben, dieses Feld. Aber sie sind sehr schwach. Sie sind schwach, sie sind dumm und sie sind feig. Und wenn es scheppert, und es wird scheppern, ja, es wird nicht mehr allzu lang dauern, also hoff ich halt, es geht nicht anders, dann sind die weg. Das kann ich euch versichern. Ja, weil dann tritt man einfach zurück. Ich weiß ja gar nicht, wann mein Berater und der Herr Steinhardt hat sich halt jetzt in den Krankenstand begeben. Ich bin ziemlich sicher, dass es so kommen wird. Und dann muss es jemanden geben, der einen Plan hat, bitte, ich weiß was. Na, da findet man, ich unterbreche nochmal, da findet man dann wieder einen, der zum Weglaufen zu blöd ist. Der wird dann quasi vierter Kanzler. Ich glaube ja nicht, dass der Herr Wunderkalle aktuell durch Wahlen in sein Amt gekommen ist, sondern der war ja wirklich nur zu blöd wegzulaufen. Also der Kurz war der Messias,
Der Schön, Sallenberg war halt dann noch der große Dompteur mit den Zügeln. Und die er übrigens nicht anzieht, wenn es um Enteignungen von österreichischen Banken geht im Ausland. Und der Kali war halt einfach, weil er es nicht schnell genug geschafft hat, Nein zu sagen, weil er diese Gebissperre hat, der dir dann Kanzler werden das musste. Richtig. Also das ist die Analyse. Ja. Und du kriegst jetzt auf der Stelle dann das Problem schaut vor, abgesehen, wenn man seinen Lösungsansatz präsentiert. Wir kennen die Analyse, wir wissen das. Freiwillig gehen die nicht weg. Ja. Das wird ein Chepperer machen und dann sind sie weg. Schau, was hat denn da Herr Mückstein ausgehört? Was können denn die? Die birken sie doch bitte eh schon. Ja, die können ja nicht einmal ohne Pyjama-Träger irgendwo hingehen. Ja. Also, wir tun eh nichts, wir schauen eh nur. Ja. Das ist mein Szenario, von dem ich glaube, dass es kommen wird, weil jeder autoritäre Staat, jede Diktatur gläscht wirtschaftlich an die Wand und dann passiert irgendwas. Und da wäre es halt schon ganz gut, wenn man Leute hat, die sich als authentische Richtungsweise erwiesen haben, Richtungsweiser. Ja. Die sagen, ich glaube, das war halt gut, bitte hier entlang, wer geht nicht? Okay, passt, wer nicht mitgeht, der hat einen Weg gehabt. Ja. Und die gibt es ja schon. Und was ich seit, also ich habe Medizin studiert, komme aus einer Juristenfamilie und habe überhaupt keine Ahnung von der Juristerei gehabt. Ja. Also ich finde das noch immer fürchterlich langweilig, weil man sagt immer, das ist das Allerwichtigste. Naja. Und das fällt uns jetzt als Gesellschaft auch auf den Kopf, weil ich habe nicht gewusst, was ein Bescheid ist. Denn wer gewusst, was ein Bescheid ist? Ich habe nicht gewusst, was der Bundeskanzler kann. Ich habe nicht gewusst, wie das eigentlich mit dem Bundespräsidenten ist oder was, vielleicht, ich kann euch noch ein bisschen frustrieren, ja, was in Gesetzen der Verfassung drinsteht. Und das sind so kleine Punkte, die jeder für sich genommen schon ein Skandal sind, aber zu wenig. Aber wenn man das gesamt ändert, 4, 5, 6 Punkte, dann glaube ich, dass wir nie mehr in diese Rüde Gack hineinkommen werden. Weil wir müssen das Gemeinwesen regeln. Ja. Es wird nicht anders gehen, ja, dass man sich ausmacht, was wenn. Ja. Was ist wenn? Und da gibt es durchaus Vorschläge und ich will eigentlich gerne mit der Neutralität beginnen, weil du hast das vorher ein bisschen angeschnitten, Zusammenkunft, ja, Neutralität, aber der Roman, 24 Stunden Roman an meiner Seite, hat mich halt gewisse Dinge gelehrt und jetzt bin ich da ein bisschen Firma, dass man eben kein Untertan mehr ist, weil der Herr Polizist sagt, die wissen ja selber übrigens herzlich wenig, das ist ja unfassbar, ja. Oder der Herr Bürgermeister sagt, oder die Cousine sagt, dann stimmt das wirklich. Und da ist so viel Blödsinn im Umlauf, und das haben wir halt schmerzlich gelernt in den letzten 3 Jahren, wie ist denn das eigentlich mit dem Versammlungsrecht? Was da kam, ja, das kann es nicht sein, ja. Ihr dürft das nicht. Wer weiß, wie das geregelt ist mit dem Versammlung. Roman, hörst du mir bitte zu und tust du nicht Ding, sondern korrigierst du mich? Passt schon. Oder mit den Grund- und Freiheitsrechten. Wer hat sich damit beschäftigt? Frau Kokolores? Einer? Ja, vorher noch. Vorher nicht, glaub ich. 1, 2, ne? Ihr zwei. Ich mach den Politwahnsinn 14 Jahre schon durch. Was ist das? Ja? Jetzt kommt bitte auch sogar. Du hast dich auch damit beschäftigt? Ja. Ich habe damals noch Amnesty unterstützt. Also, oh je, ganz böse. Ich habe das auch unterstützt. Ja. Die Menschenrechtsfibel. Ich habe mich dann direkt angeschrieben und da ist eine sehr seltsame Antwort gekommen. Und die wäre? Ich habe gefragt, warum ich da nicht einsetzt. Und ich will praktisch eure Anschreiben dann nicht mehr haben. Die Frage ist überhaupt nicht eingegangen worden, sondern man hat nur gesagt, sie können das gar nicht beeinflussen, dass ich keine Briefe von Ihnen mehr bekomme, weil das wird über eine dritte Gesellschaft abgewickelt. Oder so. Der Gegner ist schwach, ist dumm und ist frei. Ja. Auch noch, ja. Mehr. Die Menschenrechte sind im Übrigen nicht das gleiche wie die Grund- und Freiheitsrechte. Aber dieses Thema, es gibt ein paar Grund- und Freiheitsrechte und es wurde uns ja das ja so präsentiert, die sind so gestapelt, so horizontal, also da ist das Obersuperrecht und alles andere ist untergeordnet, das stimmt nicht. Ja? Die sind in einer Vertikale und da steht keins über dem anderen. Wie gesagt, ganz oben steht, dass die Menschenwürde testbar ist. Ja. Ja, das steht ungeschrieben wahrscheinlich da. Dem ist aber nicht so und unter dem Grund- und Freiheitsrecht zählt unter anderem das Versammlungsrecht und das ist nicht so, dass da der Behörde dir vorschreiben kann, was gemacht wird. Ja. Was steht im Versammlungsgesetz von wann ist das? 1953 oder wie heißt das? Und der Bekanntgabe von Ort, Zeit und Zweck ist eine Versammlung anzuzeigen, nicht anzumelden. Was ist der Unterschied zwischen anzeigen und anmelden?
anzeigen hast, ich bin jetzt dann dort und dort da, das zeigst du der Behörde an. Anmelden hast, die müssen dir das genehmigen, das ist Unsinn. Ja? Eine Versammlung kann nicht genehmigt werden, sie kann untersagt werden, schlechtestenfalls, aber sie wird nicht genehmigt. Ja? Deshalb gibt es auch keine illegalen Versammlungen. Und es hat auf den Inhalt, wer wann wo, da wohin geht, was sagt, hat niemand ex lege, also von Gesetz wegen, einen Einfluss oder ein Mitspracherecht, außer den Demonstrationsteilnehmern selbst. Sagt das einmal der Polizei oder der Behörde. Dass dem nicht so, dass das mit Füßen getreten worden ist, das wissen wir. Deshalb ist der erste politische Vorschlag, den ich habe, wenn wir später zur Neutralität kommen, es darf verfassungsrechtlich keinen Umstand geben, der eine Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte ermöglicht. Weil das ist möglich. Ja? Also wenn man da irgendwelche Prognosen machen, man hat ja alles nur mit Prognosen und es wird und könnte, hätte, wäre, ja? Die sind nie eingetreten, eh logisch, das muss fallen. Ja? Eine Einschränkung der Grundrechte ist unter keinen Umständen zulässig. Und da kann man ziemlich logisch argumentieren, weil jetzt angenommen, sagen wir, Meteoriteneinschlag, wird es dann besser, wenn ich meine Meinung nicht mehr äußern kann? Erdbeben, wird es dann irgendwie anders, wenn ich mich nicht mehr äußern kann? Also das hat ja nie einen Einfluss drauf, egal was da ist. Schau, weil da gibt es den schönen Begriff Fake News. Ja, gibt's, ja. Ich weiß, dass man damit die Menschen in Geiselhaft gehalten hat und diese Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte mit gesetzlicher Billigung ist das ein bisschen gegangen. Deshalb, erster Vorschlag, gibt's nicht, ja. Steht so in der Verfassung, darf nicht mehr sein. Jetzt kannst du so hingehen zur Schwester, Cousine, Nachbarn und sagen, wie findest du das richtig oder nicht? Wenn der sagt, ja, finde ich eh richtig, sagen, okay, gut, dann verbreite das bitte weiter, weil das muss man ja mal wissen, ja. Ich meine, ich hab das auch nicht gewusst. Und wenn nicht, dann soll er mal argumentieren, warum nicht. Ja? Weil was wird jetzt besser an einer Seuche, wenn ich meine Meinung nicht mehr äußern darf? Also hat das einen Einfluss? Oder? Und so kann man sich dahin tasten, ja? Sodass du in eine Diskussion eintreten kannst, wo du erstens das Gesetz kennst, wo du da schon so fest bist, und zweitens eine Weiterentwicklung vorschlagen kannst. Also das ist mein Approach, mein Zugang zu diesen Angelegenheiten. Du schaust so skeptisch. Warte. Wurscht. Ja, das liegt nicht an der Temperatur, das liegt an meiner Erkrankung. Sie wirkt aber mit die Temperatur, weil es ist nicht kühl. Ist es heiß? Also ich, bis jetzt habe ich es nicht heiß genug. Kühles Mineral, ich war schon. Wie? Kühles Mineral. Ja, bitte. So, also das ist immer der Zugang. Steht es in der Verfassung? Wer weiß, wie man Gesetze in Österreich ändern kann? Wie geht das? Wer macht es? Wer ist die gesetzgebende Körperschaft in dem Land? Na kommt, Burschen. Die Bundesregierung. Nein? Anderer Vorschlag? Na kommt. Das Parlament. Die Legislative. Lex legis, das Gesetz. Die Legislative. Wir haben in Österreich die Legislative, die gesetzgebenden Körperschaften, die Exekutive, die Vollziehung und die Judikative, die Gerichtsbarkeit. Die sind getrennt, sollten sein, funktioniert leider nicht. Funktioniert leider nicht. Wir haben einen enormen Überhang der Exekutive und ich meine da jetzt nicht die Polizei, die gehört auch dazu, aber die Regierung gehört welcher Staatsgewalt an? Der Exekutive, so ist es. Wählen wir eine Exekutive? Nein, wir wählen die Legislative. Wir wählen ein Parlament, ein Bundesparlament und neun Landesparlamente. Ja? Also wir wählen den Landtag und den Nationalrat. Diese Leute wählen wir. Diese Leute sind Flaschen, die meisten. Nicht alle, aber die meisten. Das haben wir zulassen, weil wer weiß nicht schon seit einigen Jahren oder Jahrzehnten, dass was nicht passt im Land? Ja. Keiner? Ja, also alle wissen es. Und wir sind da gesessen wie die Ölgötze und was soll man machen? Ne? Schnitzelbier war da, alles gut. Und das ist immer schlimmer geworden und das haben wir jetzt davon. Ne? Also wir haben uns das schon selber eingebrockt auch, das muss man dazu sagen. Durch Nichtwissen und durch Wurstigkeit. Und durch Arbeit und alles ist eh da alles super. Ne? Also ich bin durch die Gehirnmanipulation. Ja? Also ich bin da keine Ausnahme. Ich bin in einer Politikerfamilie aufgewachsen, also bei uns war es eh noch besser. Denn wir haben immer gestritten, obwohl wir alle auf der linken Reichshälfte, wenn man das jetzt noch so sagen kann, waren. Also da war ich schon ein bisschen anders sozialisiert, aber auch ich war, ja, das haben wir jetzt davon. Und deshalb müssen wir das jetzt lernen. Warum ist das so passiert, wie es passiert ist? Wir wählen die Legislative, im Nationalrat sitzen 183 Leute, wovon wahrscheinlich 2% keine Flaschen sind.
Und das haben wir auch zugelassen. In der Exekutive wird die Exekutive gewählt, nicht gewählt. Die Regierung wird nie gewählt. Es wird auch der Bundeskanzler nie gewählt und es werden auch die Minister nie gewählt, sondern die werden ernannt. Die werden vom Bundespräsidenten ernannt. Haben wir Einfluss darauf? Genau, die werden uns vorgesetzt. Können wir sie absetzen? Nein. Also friss oder stirb oder also sterben? Nein. Fressen nur sehr ungern. Ja. Und da sieht man schon mal das Problem, weil die meisten Leute würden sagen, die Regierung macht die Gesetze. Das ist de facto falsch, aber de jure falsch, aber de facto funktioniert das so. Die Regierung, die Exekutive, sagt dem Nationalrat in ungefähr 95% der Gesetzesvorhaben, wir hätten gerne, ihr beschließt das jetzt. Und anstatt dass die 183 da drinnen sagen, na, muss ich mal überlegen, oder der Meier, der Huber, der Seppel, Huber sich irgendwas überlegt, stehen sie auch und ja, machen wir. Das heißt, die nicht gewählte Exekutive schreibt der Legislative, die wir wählen, die aber überhaupt nichts nachdenken, vor, was gesetzt wird. Und wir stehen dann wieder wie die Decken da. Also das muss man sich einmal durchdenken, da hat es ja was, ne? Da passt ja wohl irgendwas. Da passt ja wohl irgendwas nicht. Und dann muss man halt überlegen, wie kann man das ändern. Erstens einmal, dass wir in diese Positionen hineinkommen, weil keiner, also ich kann da aus dem Stegreif ein hübsches Parlament zusammenstellen mit Leuten, die noch alle Tassen im Schrank haben und nicht so sind. Also es kann ja wohl nicht sein, dass wir das nicht hinkriegen. Also wir müssen dort hinein. Dann hört immer wieder Clubzwang. Kennt wer Clubzwang? Ja. Was ist das? Wenn die Partei das vorgibt, dann muss das. Muss das so sein? Muss das so sein? Ist das ein Gesetz oder ist das eine Verordnung? Nein, aber es dient beim nach oben bücken. Ja, die Lobbyisten vor allem. Das muss nicht, das ist kein Gesetz, gibt keinen Clubzwang. Ja, das ist ein erfundenes Wort. Und wenn jetzt die Partei schießt mich tot zu ihren Abgeordneten sagen, du musst so stimmen, dann ist das eine Schweinerei, aber kein Clubzwang, ja, weil wenn ich das sage, mache ich nicht, ja, Ende Gelände. Also noch ein Punkt dabei, ja, das mag schon sein, ja, aber irgendwo muss man ja, aber irgendwo muss man ja anfangen. Also, ja, aber nicht bei den eigenen Befindlichkeiten. Problem wäre, nicht bei den eigenen Befindlichkeiten und dem eigenen Wohlstand, man will doch an den Drogen. Weil wir die falschen Leute dorthin gehen, aber jetzt wisst ihr, Clubzwang, es gibt keinen Clubzwang. Ja? Das ist nur eine weiß nicht, Vereinbarung untereinander. Ja? Das ist nichts im Gesetz, die müssen das nicht machen, das ist eine Ausrede. Ja? Weil dann mache ich es halt nicht, weil ich bin gewählter Mandat da und dann bin ich halt Fraktionsleiter. Das ist mir wurscht. Ja? Irgendwo musst du ja mal anfangen. Also ein Clubzwang gibt es nicht. Ja? So fängt es einmal an. So, also zur Neutralität komme ich doch erst an. So, jetzt machen wir noch weiter mit der Gewaltentrennung. So, also wir sind die Exekutive, overruled, ununterbrochen die Legislative, weil das lauter Dodon sind. Wie entsteht eigentlich die Regierung? Wie funktioniert das? Wie geht das? Kommt der Bundespräsident kommt daher, macht was? Was macht er? Ja, nicht der Minister halt. Ja, aber zuerst kommt noch der Bundeskanzler. Ja? Wer kann Bundeskanzler werden in Österreich? Jeder. Jeder kann Bundeskanzler werden. Jeder. Ja? Also der Bundespräsident ist in dieser Entscheidung frei. Er kann jeden nehmen. Da fängt es schon mal an. Ne? Also das stimmt nicht, dass man da von einer Partei oder die, er kann jeden einnehmen. Darf er jeden ablehnen? Naja, ablehnen, nachdem er ihn ernennt, braucht er nicht ablehnen, ja, weil er sucht ihn sich aus. Ja, das ist ja klar, weil er zwischen dem Pickel ja das Thema war. Er war Minister. Ja. Er war Minister, das ist was anderes. Okay. So, jetzt kommen wir zu den Ministern. Wie viele Minister in Österreich? Der Bundeskanzler genau. Und da hat er gesagt, dass er genau. Wir reden jetzt dann auch nicht von den Menschen, die diese Ämter jetzt besetzen, sondern allgemein, dass das Forschung sind, das wissen wir nicht. Und der kennt sie ja nicht aus der Bildung. So, dann kommen die Minister. Wie viele Minister haben wir derzeit? Ich weiß es gar nicht. Zahllose. Was steht in der Verfassung, wie viele Minister man braucht? Tipps? 12, 16, keine Ahnung. Falsch. Wer bietet mehr? 7. Weniger? 5, hätte ich gesagt. UNO. Ah, okay. UNO, nur ein Finanzminister. Okay. So steht, die Verfassung ist ein Organisationsstatut, wie so ein Vereinsstatut, ja, wie funktioniert der Staat, wie machen wir das? Einer, ja, also nur ein Finanzminister. Der Präsident kann ja mittels einer Ministeranzeige die Regierung sozusagen kippen, das geht nur über einen Minister dann. Naja,
Ich wollte auf was anderes hinaus. Also verfassungsmäßig vorgesehen ist einer. Wenn du 50 hast, ist auch okay, weil du, also das kannst du dann verteilen, wie du willst. Du kannst auch erfinden, also habe ich für Katzenfotos, für die Bestell, also das kannst du alles erfinden. Das ist nicht limitiert. Wie wird man jetzt Minister? Bundeskanzler schlägt dem Bundespräsidenten vor. Meyer, Müller, Seppelhuber wird Minister. Muss der Bundespräsident das annehmen? Muss er nicht. Erinnert sich wer an den Prinzhorn? Der Klestil hat zum Beispiel diesen Prinzhorn. Wen hat er noch abgelehnt? Hat seinerzeit zwei, drei abgelehnt. Also der Bundespräsident kann sagen, mach ich nicht. Also er muss nicht annehmen. Er kann das ablehnen. Kann das absetzen? Nee. Kann er nicht. Wie kriegt man Minister wieder los? Mit einer Ministeranzeige, das macht der Präsident dann, oder? Du meinst einen Misstrauensantrag? Ja, das wäre eine Ministeranzeige, oder? Das gibt es nicht. Das ist aber auch schon mal. Eine Ministeranklage beim Verfassungsgericht. Also, das ist was anderes. Aber das kommt jetzt zum Punkt. Das ist was anderes. Also, aber ja, es stimmt, dass dieser Nationalrat kann, also man kann einen Misstrauensantrag gegen den Minister stellen, der natürlich nie im Leben durchgeht, weil die eigenen Leute stimmen nicht gegen ihn und der Koalitionspartner auch nicht, ist schon wieder erledigt, die Sache. Ja? Also das ist eine Verarschung. Ja? Das ist ein Schauspiel, das nur eine Verarschung ist. Also wie geht er noch weg? Er kann zurücktreten, klarerweise. Passiert in Österreich nur, wenn du zum Fleisch einhändig erwartet hast, wahrscheinlich, sonst geht das nicht. Oder er kann sterben. Haben wir einen Einfluss darauf? Hätten wir gerne einen Einfluss darauf? Ja, wir haben eine Pharmaindustrie. Ja, das wirkt halt nicht so gut immer. Das heißt, wir sind jetzt in der eigenartigen Situation, dass wir der Bundespräsident, wer wird noch direkt gewählt, außer dem Bundespräsidenten? Der Bürgermeister? Ja, in Salzburg, in manchen Bundesländern. Ich glaube, nur in Salzburg werden die Bürgermeister direkt gewählt. Also das sind eigentlich die zwei Organe, aber auf Bundesebene ist der Bundespräsident der Einzige, der direkt gewählt wird. Deshalb habe ich auch keine Freude damit, wenn man sagt, den müssen wir jetzt abschaffen, weil, ich meine, das ist der Einzige, der direkt wählen kann. Ja, das hoffe ich dann nicht. Oh, ja. Wir reden nicht von der Stiere, ja, sondern prinzipiell vom Amt. Jetzt haben wir den, der direkt gewählt ist, was darf der? Also er darf den Bundeskanzler nehmen, das ist immerhin schon ganz nett. Repräsentiert einfach Österreich. Ja. Na, was darf er in Wahrheit? Ja, so ein Oberbefehlshaber des österreichischen Bundes. Jein, ist er auch nicht wirklich. Eher mehr der Propaganda-Fuzzi für Österreich. Er ist an den Minister gebunden, muss ihn der Verteidigungsminister schlägt vor, dann kann er es machen. Ja? Also der Bundespräsident hat als höchstes Organ, einzig direkt gewählt ist, fast keine Kompetenzen. Ja. Und darum geht er nicht auf dann, oder? Das geht ja auch gar nicht. Ja, und er repräsentiert Österreich nur. Naja, das kann er sagen und machen, aber das interessiert mich in Wahrheit nicht, ja, weil ich will gern, dass der, wenn ich ihn schon direkt wähle, auch etwas kann. Ja. Nicht im Sinne eines Ersatzkaisers, sondern dass er einen Antrag stellt. Ja, das ist ja eh schon eine Lulu-Angelegenheit, Antrag stellen. Darf der Bundespräsident einen Antrag stellen im Parlament? Wahrscheinlich nicht. Wenn du das wahrscheinlich nicht, eine blöde Frage. Gell? Darf er beim Verfassungsgerichtshof einen Antrag stellen? Ja. Nur einen Antrag? Ja. Nein, darf er auch nicht. Darf auch nicht. Jetzt sind wir in der eigenartigen Situation, dass der sagt, oh, das ist ein verfassungswidriges Gesetz. Hm? Ich unterschreibe das jetzt. Warum unterschreibt das? Muss er das? Muss er das? Muss oder nicht? Der kann es auch ablehnen. Er kann es ablehnen, aber wenn er es unterfertigt, was bestätigt er dann damit? Da bestätigt er nur, dass es Verfassung. Nein. Dass das richtig verfassungsgemäß zustande gekommen ist. Also das war im Bundesrat und dann im Nationalrat und wer ist. Also das sind nur Formale, das ist auch eine reine Verarschung, ja, das ist nichts. Ja. Hätte man gern, dass er darf, dass er sagt, ist verfassungswidrig. Na ja, klar. Unterschreibe ich einmal nicht. Ja, sicher, wenn es ein guter ist, auf jeden Fall. Das ist, was immer dann beim nächsten politischen Vorschlag. Der Bundespräsident muss doch bitte die Möglichkeit haben, wenn er sieht, ist wahrscheinlich verfassungswidrig, VfGH, Verfassungsgerichtshof, bitte schau das an. Ich meine, das ist die nächste Baustelle, aber dass man irgendwo muss ja anfangen. Und bis der nicht entschieden hat, ob das verfassungswidrig ist oder nicht, ist es einmal auf Eis gelegt. Damit hätten wir uns den ganzen Scheiß zumindest eine Zeit lang erspart. Das ist ein politischer Vorschlag. Kannst hingehen zu deinem Bürgermeister, zur Nachbarin, zur Cousine und sagen, findest du das in Ordnung, dass der Bundespräsident nichts darf? Nicht einmal fragen gehen, bitte, ja? Und soll er das können? Du wirst nicht viele finden, die sagen, nein, brauchen wir nicht. Ja?
Also das muss doch bitte möglich sein, dass der, wenn er schon riecht, dass da was nicht passt, dass er das auf einen, ich meine, der macht es nicht, das ist klar, aber ja, wir werden einen anderen kriegen. Ja, also das wird sich biologisch erledigen. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe so kleine Sachen, wo man sagt, wenn man das anschraubt, ja, wenn man da nachstellt, dann könnte man nicht mehr so leicht in diese Diktaturgasse kommen. Direkte Demokratie höre ich oft, hört sich alles sehr gut an. Dann kommen wir zu den lustigen Volksbegehren. Hat das schon einmal zu einer Gesetzesänderung geführt in Österreich? Nein. Ja. Warum nicht? Weil es in der Schublade gesteckt wird. Und dann ja, aber warum ist das so? Ja, das richtet sich ans Parlament. Ja, das ist, ja, das wird diskutiert. Ist nicht bindend für diese Politikvertretung. Dann kommt der Minister, Seppelhuber, sagt, interessiert mich nicht, machen wir nicht. Der nicht gewählte Minister, ja, der von uns nicht absetzbar wieder einsetzbar noch absehbar ist, sagt, ihr könnt scheißen gehen auf die Partei. Ja? Das heißt, jedes Volksbegehren ist sinnlos. Erstens ist es ein Geschäftsmodell, ich habe das gar nicht gewusst, ein Geschäftsmodell, da kriegt man Geld, wenn es 100.000. Ja, so? Ja. Ja, 500 Euro musst du ausgeben für so eine Petition oder nicht? Oder? Ja, ich glaube, warte mal, wie das nach 5.000, glaube ich, kostet und wenn es 100.000 Unterschriften erlangt, dann kriegst du das Dreifache zurück. Also, ich habe mal gestimmt. Das habe ich auch nicht gemeint. Das ist irgendein Schläger. Also, wieso machen wir jetzt Spendenaufruf? Wir machen auch Volksbegehren für sie. Also sinnlos. Ja, hat noch nie zu einer Gesetzesänderung geführt, weil der Minister sagt, leck mir am Arsch. Das heißt, wir müssten doch jetzt wieder irgendeine Möglichkeit finden, wo wir als Wähler diese Leute wegkriegen. Weil das Reinwählen ist eine schöne Sache, aber das ist so wie beim Heiraten oder bei einer Beziehung, aussuchst, hast du schnell mal, aber wie willst du wieder los? Also das ist eigentlich die viel wichtigere Frage meines Erachtens. Wie kriegt man den oder die wieder an? Und wie könnte man das jetzt machen? Wenn man einen Misstrauensantrag an den Minister stellen kann, der von den Wählern kommt, der behandelt werden muss, und wenn das, sagen wir, 5-10% der Wähler, das sind, wenn man will, sagen, das 5% sind 300.000, es gibt ca. 6 Millionen Wahlberechtigte, also da kann man dann streiten, sollen das 5 oder 10% der Wähler sein, die unterschreiben, bitte, ich möchte, dass Minister Seppelhuber sich einem Misstrauensvotum stellt, dann kann man den ausschießen. Ins Parlament muss er schon noch, finde ich, dort braucht er aber dann eine Zweidrittelmehrheit, dass er bleiben kann. Und die Mehrheit im Normalfall, ja, wenn wir jetzt an Prä-Blödemie zurückdenken, die Opposition hasst den Minister, ja, und freut sich um nichts mehr, dass sie ihn ausschießen kann. Also das heißt, mit den 2/3 Mehrheit müsste er die Opposition an Bord haben und das wird ihm nicht gelingen. Und so hätten wir eine Möglichkeit, wenn das im Gesetz steht, das ist möglich, plebiscitäres Plebs, das ist der Volk, das sind wir, also der Pöbel, die Tiere, das will man immer bezeichnet werden. Wenn man so eine Gesetzesänderung hätte, hätten wir direkten Einfluss auf die Exekutive, auf die Minister und müssten nicht ständig nehmen, was uns vorgesetzt wird. Das passiert ja selten, weil ich weiß nicht, ich meine, es sind ein paar ältere auch da, es gab schon ein paar Ministergrätzen, ja, aber im Allgemeinen musst du schon sehr aufführen, ja, dass du den Zorn der Menschen so auf sich ziehst, dass du abgesetzt wirst. Aber die Möglichkeit, finde ich, sollten wir schon haben. Und das ist ein ganz konkreter Fall. Es muss natürlich im Gesetz geändert werden. Also wie ändert man jetzt ein Gesetz in Österreich? Das Parlament macht es. Wie viel Leute braucht man da von den 183 für ein einfaches Gesetz? Nein, für ein einfaches Gesetz? 50 plus 1. 50%. Also einfache Gesetze mit einfacher Mehrheit, sagt man. Die 2/3 braucht noch eine Verfassungsänderung. Da wird es ja wohl horiger. Wenn du das Organisationsstatut ändern willst, dann müssen 2/3 der Parlamentarier zustimmen. Deshalb sind das auch, also ich weiß jetzt nicht, warum es 183 sind. Das ist ja ganz komisch. Es muss durch 3 teilbar sein, mit dieser Drittelregelung. Aber warum das nicht, weiß ich nicht, 90 sind, ja, oder 900, ich weiß das nicht. Das weiß eigentlich keiner. Hat man noch nie mehr wer beantwortet. Das war ich nicht. Aber. Also so 2/3 für die Verfassungsänderung und Hälfte fürs Normale. Dass die da drin sitzen, das wahrscheinlich nicht ablehnen würden, wenn du es ihnen so erklärst, davon gehe ich aus, weil die wissen nichts. Ja. Die können nichts und die wissen auch nichts. Aber man kann sie zumindest ein bisschen an den Eiern nehmen, ja, und den nächsten Landtagsabgeordneten, den nächsten Bürgermeister, den nächsten Gemeinderat. Gemeinderat ist welcher Staatsgewalt zugeordnet?
Legislativ, oder? Jein, er ist die Exekutive. Der Gemeinderat vollzieht nur. Die Gemeinden haben ganz wenige logistische Möglichkeiten, also was Kindergarten, Roma Volksschule ist auch, Kindergarten und diese Leerstandssachen, das Wohnungs-, also es gibt zwei, drei Punkte, wo die Gemeinde also legislative Möglichkeiten hat, was ich für falsch halte. Ja, weil ich kann jetzt nicht wieder sagen, ich bin die Vollziehung, aber im Ordner meine Gesetze gleich selber und Vollzieher. Ist allerdings auf Gemeindeebene eher eine Cura Posteria. Ja. Die vollziehen nur. Ja. Also das ist die Verwaltung in Wahrheit. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Ja. Ihr könnt jeden Gemeinderat, jeden Bürgermeister mit solchen Fragen nur keine Frage stellen. Ja. Der versinkt da. Das kann nicht da versinken. Und es geht aber nicht darum, irgendjemanden bloßzustellen, sondern in eine Debatte einzutreten. Und wenn die einzige Oppositionspartei in Österreich, die Freiheitlichen, ja, also wenn du mir vor drei Jahren gesagt hast, dass ich das einmal sage, ja, ich sage, völlig gaga, ich hätte gern, dass sie an Bord kommen und diese Vorschläge weiterverbreiten. Ja, aber das kommt dann immer nur in sehr abgespeckter Form, dass das eigentlich ein Blödsinn ist und ich weiß aber nicht warum. Ich glaube, Sie haben kein Interesse daran, dass Sie irgendetwas ändern. Natürlich nicht, weil Sie sind schon im Team der Systemparteien und alles, was jetzt dieses System eventuell umstrukturiert, könnte ja auch das eigene Wohlbefinden verstören. Das eigene Wohlbefinden. Aber so kann man auch hingehen, du bist doch in der Opposition und freiwillig und Ding. Was ist eigentlich, wie findest du das? Sollte man das nicht machen? So kann man die ein bisschen vor sich her treiben. Ja, eben. Ist eine Vorgehensweise, die ich mache. Ich bin ja auch im Gemeinderat. Unser Bürgermeister ist größer als der Roman, doppelt so groß. Er ist nicht größer wie ich. Okay. Also auf jeden Fall so ein Knie. Er ist schwerer. Also bei der Berufsfeuerwehr und bei der vorletzten Sitzung haben gesagt, Gerald, du, ich habe einmal eine politische Frage. Und der ist so. Der ist so am Tisch, ja, die Amtsleiterin, die ja Juristin ist. Ich habe da eine Zwischenfrage. Wenn er jetzt doppelt so schwer ist und er ist bei der Berufsfeuerwehr, ich meine, ich weiß, dass bei den freiwilligen Feuerwehren logischerweise die Kriterien etwas weit gestreiter sind, aber bei der Berufsfeuerwehr setze ich doch eine gewisse körperliche Fitness voraus, weil der muss ja mit seiner Sauerstoffflasche seine Drehleiter hochkommen. Ja, na, Blatt ist er eigentlich nicht, er ist schon ein Knecht, aber fett, also fett in dem Sinn ist er nicht, aber so, also sicher einer, den. Ich habe eine politische Frage und der Mordskommand versinkt was dem Erdboden, weil ich kann es nicht lachen. Ja. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn gefragt eigentlich. Ich kann mir nicht erinnern. Es war wurscht. Auf jeden Fall, er war ganz froh, dass er sich nicht entscheiden braucht. Da müsste ich was entscheiden. Das meine ich mit anti-untertanen Training, ja, weil so bildet sich da schon im Kopf so ein bisschen mehr Puzzle. Ja. Das passt dann zusammen und je mehr man das überlegt und weiß und nachdenkt, desto mehr versteht man, warum man gut hingeraten sind, wo man jetzt steht. Ja, Wissen ist Macht, oder? Wissen ist Macht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, nicht einen anderen zu unterdrücken. Ich pflichte da ja jetzt in allen Punkten bei, aber ich habe trotz alledem das Gefühl, dass der Österreicher ja gar nicht Macht oder Freiheit oder was auch immer haben will, sondern er will das Privileg der Bequemlichkeit haben. Wenn man sich anschaut, dass es, egal ob sinnvoll ist oder nicht, Petitionen und Volksabstimmungen oder Stellungnahmen beim Parlament zu irgendwelchen Gesetzesentwürfen gibt und da immer von 6 Millionen und ein bisschen was Zeichnungsberechtigten, also nicht, die und die Tausenderzahl ein Statement abgibt oder unterschreibt, wenn ich mal anschaue, dass auf der Hochzeit des Absurden, das wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben, vielleicht einmal 1 Million Menschen in Österreich auf die Straße zusammengekommen ist, dann sind ja die anderen ganz offiziell, Das ist die Analyse, ne? Problemanalyse, wo ist die Lösung? Ja, die Lösung wäre, das Volk zu motivieren, sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Ja, ein bisschen konkreter bitte. Wir haben uns alle lieb zu wenig. Wir haben uns gar nicht alle lieb. Also ich bin zwar nicht der mediale Nazi, den man mir immer anhängt, aber ich bin leidenschaftlich im Verachten von allen. Ja, ich auch. Aber wie gesagt, ich gebe da schon recht,
dass die meisten Menschen folgen. Ja? Sie folgen dir dann eh. Ich will es auch nicht unbequem haben. Entschuldigung, ich meine, wer will es, dass es ihm schlecht geht? Bitte. Ich glaube, das Grundproblem, ich kann leider nicht umgehen, ja? Ja? Links am rechten Ohr, okay. Das Fliegen. Das Grundproblem ist, dass wir Österreicher alle nicht denken gelernt haben. Na, alle nicht, offensichtlich. Ja. Na, die da erinnern wir nicht, ne? Also ja. Ist es schon widerlegt. Okay, das ist das Problem, ja? Aber das Grundproblem. Lösungsvorschlag. Konkreter Vorschlag. Konkret, weil total, das ist eine Atomenbombe und das ist richtig, dass wir offensichtlich ein Problem mit der Schule haben, der auch im öffentlichen Dienst zugeordnet ist. Und da habe ich lange bis jetzt keinen Lösungsvorschlag gehabt. Jetzt weiß ich was. Jetzt habe ich einen Ansatz zumindest. Aber dieses allgemein, wir haben ein Problem, es muss alles anders werden. Du musst irgendwo anfangen. Ja? Du hast wir haben ein Messi. Ich habe immer das Gefühl, wir haben eine Messi-Republik. Ja? Also es sind überall die Müllberge und alles Katastrophe und verstellt und es stinkt und grauslich. Und dann denkst du, puh, ich brauche gar nicht anfangen. Das ja, aber da kommt man lieber mit okay. Fackeln und Mistgabeln. Ja, okay. Gut. Dann ist das Haus auch hin. Ne? Also, aber wir müssen diesem Messi-Ding einmal irgendwo konkret anfangen, bei einem Ding. Und da brauchen wir einen konkreten Vorschlag. Wie werden wir Schule organisieren? Die Schule ist eine, also Lehrer sind Ärzte dabei, Lehrer, Ärzte, medizinisches Personal, Krankenschwestern. Also Lehrer, Ärzte, Krankenschwestern sind das Schlimmste. Wer hat in der Schule schlechte Erfahrungen gemacht? Also jeder muss da dienen, jeder hat schlechte Erfahrungen, da passt ja was nicht. Irgendwas stimmt nicht. Wir machen eine kleine Analyse. Haben wir ein strukturelles Problem oder ein personelles Problem? Strukturelles Problem. Wir haben leider in der Schule ein Doppelproblem. Ich wollte schon sagen, beides. Kompetenz und Redlichkeit. Problem, ja. So, jetzt kenne ich ja nicht wenige Lehrer, die auch Schwurbler sind, ist ja nicht so. Und letztens sagt man, ich bin von der Schule in die Schule. Ich habe am Freitag bin ich beurteilt worden, am Montag habe ich schon beurteilt. Diese Leute kommen nie raus aus dieser Blase. Und deshalb können sich da ganz eigenartige Dinge einschleichen. Ich rede jetzt einmal vom Pflichtschulbereich oder eigentlich von der Volksschule. Also wo es noch keine oder wenig Indoktrinierung geben kann, weil man lesen, schreiben, rechnen. So. Es wird schon geben, aber das... Nehmen wir mal den Volksschulbereich her. Also du hast da jetzt Leute, die nie im echten Leben draußen irgendwas gearbeitet haben oder irgendwas gemacht haben. Die unantastbar sind. Wir kommen dann zum Vertragsbediensteten, der macht dann einen Roman weiter mit dem Gehorsams- und Weisungsding. Kannst du mal das Handy weggeben vielleicht? Dann würde ich mir leichter tun, oder sie ruft mich. Also wir haben da jetzt Leute, die immer in der gleichen Suppe kochen. Ja, die sind immer nur mit Kindern zusammen oder mit Minderjährigen. Ja, ich meine, da muss ja auch irgendwie Kirre werden im Kopf. Und Deichtmeister wird es gefallen. Und haben kein Korrektiv von außen, ja, weil sie haben da ihr Salär, es ist wurscht, was machen, wenn sie gerade ein Kind herbirnen, jeden Tag ist es auch wurscht. Ja. Also du kommst denen ja auch nicht aus und die sind immer in ihrer Blase. Die müssen sich nie beweisen im echten Leben. Der gesamte öffentliche Dienst muss sich beweisen. Deshalb ist mein konkreter Vorschlag, Lehrer kann nur ein Nebenjob sein. Ich meine, dass das jetzt nur ein Halbtagsjob ist, das ist wieder eine andere Sache. Aber das kann keine Vollzeit. Der muss rausgehen und muss sich im echten Leben auch beweisen, dort ein Korrektiv auch haben von anderen, damit er nicht immer in der gleichen Suppe kocht, wo du ihm auch nicht ankommst. Das war halt einmal für mich ein konkreter Vorschlag. Sag, das ist ein Nebenjob, von dem kann keiner leben. Das musst du machen, weil du es gern möchtest. Am schlimmsten sind die, die dann sagen, ich studiere Mathematik, weil ich möchte Mathematik im Gymnasium lernen. Sag ich, ja, das ist der Weg zum Unglücklichwerden, weil du hast es immer nur mit Anschluss. Original nicht dafür interessieren. Ganz ein schlechter Interview.
Ja, ist ja wahr, oder? Ja. Ich interessiere mich für Französisch, aber kein anderer außer dir in der Schule. Also das ist der Weg zum Unglücklichwerden und dann kommen da böse Leute raus und dann... Ja, aber dann kann man da wieder saufen und Psychopharmaka ja, nehmen, der Kreis schließt sich. Ja, gesoffene Lehrer, hat wer gesoffene Lehrer gehabt? Auch alle, also da passt ja auch nicht. Das ist ein konkreter Vorschlag. Dass man das Ganze nicht mehr zyklisch organisieren sollte, glaube ich, ist auch wichtiger. Alle fahren um 8 Uhr in die Stadt voneinander zu arbeiten, Kindergarten, Ding. Also das war jetzt vielleicht auch einmal eine strukturelle Sache, die anders sein muss. Und diese Kasernen, Schulen, das geht halt irgendwie auch nicht. Ja, weil warum? Man kann ja eher einen 9-Jährigen vors Fenster setzen, wenn es ist. Ja, man muss eh nicht alle im Klassenraum haben. Also zuerst sperren wir es alle ein und dann wundern wir uns, dass Botschaft werden und Diabetes und so. Ja. Dass das auch nicht geht, aber das ist relativ leicht, meines Erachtens nach, noch die relativ leichtere Sache, das zu beheben. Was dann inhaltlich betrifft, wenn wir weggehen von einer Pflichtschule, wo dann die Gehirnwäsche anfängt, also da bin ich überfragt, das weiß ich nicht. Weil in den Lehrplänen, das ist ein Nichts, ja, da steht also Natur. Ja, in Biologie, was war das schon? Bei Unterschied steht Natur, ja, was jetzt Natur? Ich meine, Natur ist Atomphysik und Natur ist. Das ist, glaube ich, nicht sehr definiert. Jetzt haben Sie nur den Klimarettungsfonds. Ja, aber das zieht sich bis an die Uni. Ich gehe jetzt auf die Universität, das Niveau ist eine Katastrophe, wir brauchen uns über nichts tun, das ist nur Nazi, wir müssen alles aufarbeiten, weil da waren vor 80 Jahren waren da lauter Nazis, das ist furchtbar, das muss man genau wissen, wer und wo und wie und was. Und das Klima ist ganz schrecklich, wir werden alle sterben. Und ja, es muss alle. Und in der Bronzezeit waren schon Transgender. Also das wird nichts mehr mit diesen Leuten. Die sind auch ihr Leben lang da drinnen, haben keine Korrektur, aber Gott, die Uni ist eine andere Sache. Aber das ist der konkrete Wort. Langsam bei der Mistgabel und der Fackel. Ja, das bin ich schon seit 3 Jahren, aber. Was ich nicht hören möchte, sind Parallelstrukturen, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Spitäler. Ja? Wie viel kostet ein MR? Hat irgendjemand eine Ahnung, wie viel ein MR-Gerät oder ein CT kostet, ein Röntgen, ein Krankenbett? Eine Labormaschine fürs Blut. Ja, mehrere hunderttausend Euro. Aber ein Vermögen, jetzt schon, ich bin ja nicht depper. Das gehört uns. Ja, das sind öffentliche Einrichtungen, das haben wir bezahlt, das gehört uns. Die sollen sich schleichen. Und die Privatisierung an sich? Ich bin überhaupt nicht bereit dazu, weil dieses Solidarsystem funktioniert ja nicht so schlecht. Ja, es ist ja nicht so, dass da alles schlecht ist. Ich war in einem dritten Weltland letztes Jahr, da warst du. Deutschland? Nicht ganz so schlimm. Also es war nicht ganz so schlimm. Es war Sansibar, ja. Okay. Da weißt du dann, was du hast. Es ist nicht alles schlecht, ja, aber wir haben das eben ein bisschen schleifen lassen. Wir haben die falschen Leute dran und dann muss man ein bisschen noch dran, damit es halt nicht mehr so ist, weil irgendwie müssen wir es regeln. Und ja, schultechnisch, ich meine, dort sind halt 100 Kinder in einer Klasse und die werden kaut und tun nur Koran rezitieren und wissen dann gar nichts. Ich meine, brauchen wir uns nicht wundern, so schlimm ist es ja bei uns noch nicht. Aber wie gesagt, es ist nicht alles schlecht, aber du musst es benennen, wo Problem. Die sind aber voll hinten dran, wenn die dort nur kaut werden. Bei uns kriegen sie wenigstens schon Macheten. Das stimmt. Nein, die werden im Stock und so kaut. Das ist normal. Aber gut, ich kann die Welt nicht retten. Aber du weißt das dann schon zu schätzen, dass wir was oben schon funktionieren, weil wir das halt gemeinschaftlich wollen. Und ich überlasse das nicht diesen Leuten. Sicher nicht. Meine, weißt du, was das heißt, das Spital? Super, wir machen ein Spital. Ja, wer darf dann da rein? Muss ich das dann zahlen? Also, wir haben ein gutes Versicherungssystem. Wir machen übrigens Gewinne, die Krankenkassen, also das stimmt ja nicht, dass die pleite sind. Ich meine, mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, aber früher war das so. Ja. Aber ich glaube, jetzt. Wenn du den Prachtbau am Bahnhof anschaust, der hat auch ein Geld gekostet. Der ist auch nicht der Prachtbau der Salzburger Krankenkasse, inzwischen österreichische Gesundheitskasse. Gesundheitskasse, merkt ihr das? Ja, ja. Ja, das ist krank, ja. Das ist genau. Ja, das schönes ist klar. Beispiel. Nein, aber die haben ja vor einigen Jahren eine neue Residenz bekommen in der Nähe des Hauptbahnhofs und ich gehe davon aus, dass dieser Neubau auch ein bisschen was gekostet hat und ich glaube auch, dass die vielen Menschen, die dort arbeiten, was kosten. Und ich ein Mensch mit mehreren Arbeitgebern und somit auch mehreren angemeldeten Verdiensten bin, kriege ich immer tolle Nachzahlungen. Und da schicken sie dann nicht einmal mehr einen Logschein mit, den musst du selber stellen. Dafür hat der Staat nämlich anscheinend kein Geld. Ja, das ist so.
Ja, mittlerweile glaube ich nämlich auch, dass kein Geld mehr da ist. Wir haben Informationen. Ja, dann wird es das auch noch privatisieren, wie andere Sachen. 500 Milliarden Euro hat Cocolores gekostet. Ja, man kann schon Geld drucken, ja, das ist schön. Dann ist das so wie früher in Italien, erinnert sich, wir haben die Lire mit den vielen Nullen und ab und zu haben sie halt ein paar weggestrichen. Ja. So wird es so auch sein. Es clasht an die Wand. Ja. Wir hören das überall aus dem öffentlichen Dienst. Aber wie gesagt, die Sache an und für sich ist, wenn sie nicht in falschen Händen ist, nicht die schlechteste. Und ich wäre sicher kein privates Spital finanziert, ich meine sicher nicht. Ja. Wir haben das alles. Ja, ist ja alles. Ja, alles da. Ist ja nicht so. Und gleiches gilt für die restlichen Einrichtungen. Wird ja noch viel dramatischer, wenn ich früher schaue, meine Wohnung, Salzburger Landesregierung, jetzt ist es die GSBB, wie viel will man uns, das Volk, noch wegnehmen, wie viel müssen wir die dann nur dazu trotzdem subventionieren? Schauen wir mal Energie Wien, wie viele Millionen haben die gekriegt, dass die dann wieder weiter wetten können auf der Börse? Ich frage mich da schon langsam, das ist ein Verbrechen an sich, dass ein Politiker generell einmal Volksstaatseigentum irgendwelchen Mächtigen verkauft dort. So ist es. Und da bin ich wieder Teilzeitmarxistin, weil wie du sagst, ich war immer ein großer Freund davon, dass also so Dinge wie Energieversorger und so, dass die in Landes- oder Staatseigentum sind, damit das eben nicht passiert, dass man das durch die Hintertür wieder anders gemacht hat, das ist eine Sauerei. Und auch das bin ich auch, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Jetzt wissen wir es. Ja. Wir haben das einreißen lassen. Ja. Und das geht gar nicht. Das Allgemeineigentum muss in unseren Händen bleiben und dort müssen Leute drin sitzen, die hire and fire gemacht werden. Und ich sitze auf meinem Planposten und da. Ja. Hire und fire und grundsätzlich für ihren Posten noch eine Kompetenz mitbringen müssen. Ja, und wenn du jemanden einstellst, du weißt in Wahrheit, wenn du den nicht kennst, nicht, wie der ist. Also du musst dann wieder los. Ja, na schon, aber wenn ich mir eben anschaue, wenn wir vorher bei den Ministern waren, ne, wir haben eine Verteidigungsministerin, die aufgrund ihres biologischen Alters in keinem Militär bei uns gedient hat, weil das gab es damals für Frauen noch nicht. Das heißt, die Frau hat von der Materie, über die sie da als Ministerin arbeitet, null Tau. Ja, sie hat dann Berater, da waren wir schon. Ja. Die hat den Kanzler, lassen wir das. Nein, nehmen wir die neue Lobbyisten, dann haben wir, einen Alkohol- und Fastfood zugeneigten Sportminister, der nebenbei noch den Vizekanzler abgibt. Dann haben wir heutzutage einen Außenminister aus einem Adelsgeschlecht. Und dann haben wir. Da hat man noch wurscht, von wo der kommt. Aber ja, nein, aber ja. Wie gesagt, also wir haben ja einen ehemaligen Gesundheitsminister gehabt, der pensionierter Lehrer war. Also ich bin schon der festen Überzeugung, wenn heutzutage bei uns in der Bar jemand anfängt, wo ich halt arbeite, dann fängt er entweder von der Pike auf an und lernt es, oder er kommt und sagt, ich bringe die und die und die Referenz mit, das und das kann ich, und dann noch wird der dann auch bezahlt. Aber ich kann doch bitte nicht sagen, wir halten Ausschau nach dem größten Koffer und den stellen wir dann auf einen gut dotierten Posten. Ja, das haben wir aber gemacht und deshalb sind wir dort, wo wir sind. Das dient mein Großvater ist, war übrigens Verteidigungsminister und Innenminister. Also sowas hätte es nicht gegeben. Ich bin da dann auch ja einmal begegnet, gell? Der Tanner in Graz, wo dieser ÖVP-Parteitag war, da waren sie ja alle ungeniert auf der Straße. Ja. Hat ihnen nicht gut bekommen. Aber wie auch noch. Waren aber relativ wenige Pyjamas da. Dann bin ich hingegangen zu Tanner, so ich mein Name ist Rösch, mein Großvater war Verteidigungsminister. Zuerst trotzdem habe ich gesagt, kann ich was fragen? Ne? Und dann auf einmal hat es die, wie wenn sie einen Schalter umlegt hat. Und hat irgendwas völlig, was überhaupt nicht zur Sache gepasst hat, was Komisches gesagt. Okay, die falsche Floskel ausgegraben, also das passiert wirklich, manchmal. Das war echt strange. Das war wirklich strange. Also gut, wir haben Problemanalyse, größte Flaschen. Deshalb, du wirst Nationalratsabgeordneter, du wirst Minister. Was willst du werden, Bundespräsident? Thomas? Henker. Ja, wir müssen das machen. Ja, es wird uns nicht ganz überbleiben und wir müssen irgendwo anfangen. Und die Salzburg-Wahl ist ja furchtbar in die Hose gegangen. Ich meine, MFG hat den politischen Arm enorm beschädigt. Ja, das kann man leider nicht anders sagen. Ja, aber der Ansatz war ja gut von euch. Ja, das ist also und ich bin, ja, aber das sagen sie über die KPÖ auch. Ja. Ich habe eine gewisse Mitverantwortung, weil ich das mitkriegen müssen, aber ja, habe ich auch gelernt. Und unsere Bewegung oder unsere Idee heißt Bündnis, ja, Bündnisgrundrechte. Und die Idee ist, dass man sich jeder Wahl stellt
mit einem Bündnis, es gibt ja, ich glaube, 2000 Parteien in Österreich oder so. Ja, mindestens. Ja, viele, viele, wir kennen viele davon, die meisten haben ja von Duden und Blasen keine Ahnung. Ja. Aber das macht ihr mit. Wer hat die größten Chancen? Der steht vorn, der Rest trägt hinten zu, und zwar ohne Mauschelein. Ich will ein Mandat und ich will dann da sein. Nein, da kann man nur zutragen. Und nur so wird das gehen. So wie es halt in Italien funktioniert hat, man kann über die Meloni denken, was man will, das sei jetzt außen vor gelassen, aber die haben gesagt, wir haben keine Ahnung von diesen vielen kleinen Parteien, wir machen diesen Rechtsblock, und schon haben sie eine Parlamentsmehrheit gehabt. Nein, Italien hat das Tradition, aber es wird nicht anders gehen. Ja? Ich bin bereit, mit jedem zu kooperieren. Auch den Freiheitlichen haben wir Kooperation angebracht. Unsere. Gottes Willen, bitte gar nicht. Haben sie dann keinen Posten. Sie kennen nichts dafür und alle sind schuld. Und ja. Nur eine Idee haben sie auch nicht, aber wenn sie einmal dann die Mehrheit haben, dann werden sie sich schon was überlegen. Das brauche ich auch nicht, weißt, so ein Niveau. Und deshalb ist jeder aufgefordert, zwei, drei, vier solche Vorschläge zu durchdenken, ja, und das weiterzutragen. Findest du, dass das richtig ist, wenn man das so und so machen würde? Und so kann sich das potenzieren. Und wenn es dann zusammenscheppert, dann sind halt schon Leute da, die sagen, bitte, ich weiß, wie es geht. So stellt sich das die kleine Konstantina halt vor. Weil so wie es ist, so kann es nicht bleiben. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da sind wir uns alle einig. Da sind wir uns, und es gibt genug Leute, die alle Tassen im Schrank haben. Wirklich genug. Also, wir sind nicht in der Minderheit. Mhm. Und selbst wenn, das hat einmal ein Freund von mir gesagt, du wirst mit selten etwas in deinem Leben in der Mehrheit sein. Das wird da mit fast nichts gelingen. Aber jetzt bin ich der Meinung, wir sind schon in einer Mehrheit, die wissen, so bitte nicht. Und dann gibt es die einen Zug zum Tor haben, die ein bisschen da haben. Und wer Anstand und Moral hat, das hat sich eh schon herauskristallisiert. Und so werden wir das schon hinkriegen, auf einer ganz nüchternen Ebene. Und jetzt habe ich immer noch nicht die Neutralität gekriegt. Jetzt muss ich. Jetzt muss ich die leinhaften Ausführungen ein bisschen ergänzen. Nichts erwischt, ich habe dein Handy nicht erwischt. Ja. Na gut, also. Ich habe mir gedacht, ich rede mal ein bisschen was über mein Disziplinarverfahren, weil das vielleicht so auch etwas von allgemeinem Interesse sein kann. Ne? Ich habe mir gestern so eine Verhandlung gehabt, so eine komische. Ne? Ich bin jetzt einmal vorbestraft, für das nicht wissen. Ne? Ja, bist du schon. Ja, bin ich, ja. Und da wurden halt diese zwei Strafverurteilungen diskutiert und eines, glaube ich, besonders interessant. Ne? Da bin ich halt im Mitte Oktober, war ich doch erheblich erkrankt. Ne? Konstantina hat eine Rettung bestellt, ne, weil sie als Ärztin versagt hat. Und sie hat dann vier Telefonate geführt, ne, und hat dann, da haben sie vereinbart, ne, dass die nur mit einer Schutzausrüstung kommen dürfen. Ne. Und die hat dann dazu gesagt, dass es aber eine Vereinbarung nicht notwendig ist, weil das ist sowieso Vorgabe des Unternehmens, ne, dass sie halt diese Schutzausrüstung tragen müssen. Ne. Und Blaulicht war noch vereinbart dann schlussendlich. Ja, Blaulicht war nicht vereinbart. Oh ja, war vereinbart. Mit dem vierten Telefonat habt ihr es gesagt. Ne? Kurz und gut. In der Zeit, wo man vier Telefonate führt, hätte man früher schon geholt gehabt, oder? Eingehalten haben sie gar nichts. Ne? Eingehalten haben sie gar nichts. Und vom Vortag habe ich eine positive PCR gehabt. CT-Wert 28 sagt eigentlich gar nichts, wie wir alle wissen. Ne? Aber trotzdem, und jetzt wird mir vorgeworfen, weil sie ohne Schutzausrüstung gekommen sind, entgegen der Vereinbarung und entgegen der Vorgaben des Roten Kreuzes, also des Unternehmens, für die Sanitäter arbeiten, dass sie jetzt deshalb die Schutzausrüstung nicht getragen haben und ich sie dadurch gefährdet habe, ne, weil ich einer den CT-Wert von der PCR-Testung nicht gesagt hat. Ne? Aber das stimmt, sie haben sich eine Schutzausrüstung, ein Kopfhörer und ein Plastik. Ja, das war dann noch, ja. Aber sei es wie es ist, das Gericht hat dann entschieden, ne? Da gibt es immer so diese Maßfiguren, ne? An dieser künstlichen, ja, Blödsinn in Wahrheit, ne? Dass ich also ein Unterlassungsdelikt dadurch begangen habe, es eben ihnen nicht zu sagen,
weil ich kein, und jetzt hör ich's zu, kein einsichtiger, besonnener und gewissenhafter Patient bin. Das muss ich mir vorstellen. Also, das betrifft euch schon alle auch. Also, ihr werdet dann, wenn ihr irgendwas macht, oder einen Arzt oder medizinisches Personal gefährdet, was sämtliche Vorschriften verletzt, ne, die sie haben, ne, wenn ihr das dann denen nicht sagt oder irgendwas nicht informiert und ihr kein gewissenhafter und besonnener und einsichtiger Patient seid, ne, dann seid ihr dran. Ne? Also, ich meine, das muss man sich schon mal vorstellen und deswegen erzähle ich das ja. Ne? Was das für Auswirkungen haben kann, ne? Da dreht sich nämlich alles um. Ne? Da bin dann eigentlich ich schuld, wenn ich meine Krankheit nicht kenne. Ne? Der Patient ist schuld. Ne? Also was wir da für eine Justiz haben, ne? Was wir für eine Justiz haben, ne? Und vor allem auch für eine Standesvertretung, die das dann noch aufzeigt, ne? Und mich eines standeswidrigen Verhaltens da bezichtigt, weil ich eher ein Ansehen des Standes verletzt habe, weil ich kein besonderer, einsichtiger und gewissenhafter Patient bin. Ne? Also so weit sind wir schon gekommen. Ne? Und ich glaube, das ist schon eine Sache, die man ein bisschen vielleicht öffentlich machen sollte. Da habe ich ja dieses Video gemacht, ich weiß nicht, ob es wer gesehen hat, ne? Mit diesen besonderen, einsichtigen und gewissenhaften Patienten. Ne? Also diese ganze Rechtsprechung geht in eine ganz gefährliche Richtung, weil quasi Delikte erfunden werden. Ne? Es werden richtig Strafbarkeiten entwickelt, die man eigentlich als normal denkender Mensch gar nicht vorhersehen kann. Ne? Ist natürlich im Sinne des Artikel 7 MRK, das ist also sine pönner, keine Strafe ohne vorhergehendes Gesetz, also sine pönner lege previa, so heißt es, ne? Oder Breve besser gesagt, ne? Also das heißt, dass man nicht für was bestraft werden kann, was vorher nicht strafbar war. Ne? Aber mit solchen Konstruktionen, ne, wird es dann massiv umgangen. Ne? Und die zweite Verurteilung ist ähnlich, ne? Das war das im Volkstheater, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ne? Die Szene, U-Bahn-Station, da war es halt so, dass dieser Wurstel da, dieser Security-Wurstel, ja nur innerhalb quasi der Entwertersperren durch diese Strafbestimmung geschützt wird. Also nur Kontrollen in der U-Bahn und in abgegrenzten Bereichen. Ne? Das Ganze hat aber außerhalb abgespielt. Ne? Die Staatsanwaltschaft zitiert die Rechtslage richtig. Ne? Das ist eigenartig, dass sie mit der Oberstaatsanwaltschaft dieselbe Rechtsmeinung teilen. Ne? Und trotzdem kommt es zu einem Schuldspruch. Ne? Also die erfinden nachträglich bei politisch nicht liebsamen Leuten, ne, erfinden sie Straftatbestände, ne, und verurteilen eigentlich Lust und Laune. Ne. Als Schmankerl kommt dann noch hinzu, ne, die Strafberufung von der Staatsanwaltschaft Graz, ne, indem sie sagt, also das, was sie da, die 600 Tagessätze, was sie da gekriegt habt, die mir da aufgebrummt wurden, sind zu wenig, es braucht noch eine bedingte Geldstrafe, nämlich deshalb, weil ich Meinungsführer der eine bedingte Haftstrafe, weil ich Meinungsführer der MFG bin. Ne? Man, das ist eine glatte politische Verfolgung. Ne? Das ist eindeutig. Ne? Das habe ich schriftlich. Ne? Wenn du dann das beim Senat sagst, im Disziplinarverfahren, siehst du auch noch blöde Gesichter. Ne? Man, alles ÖVP-Figuren, die da drin sitzen. Ne? Naja, also so schauen sie halt schon aus. Ne? Also, da ist der ÖVP-Geruch, ne, ist da schon sehr, ist da schon sehr deutlich zu spüren. Ne? Aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und darum bin ich halt immer noch der Meinung, dass wir trotz des Scheitens der MFG eine politische Bewegung brauchen. Ne? Ohne der wird es nicht funktionieren. Ne? Weil von der KPÖ, ich meine, was denn, hat vielleicht wer KPÖ da gewählt in Salzburg? Ja. 22% der Wählerschaft in Salzburg hat es getan. In Stadt? In Stadt Salzburg war die Hochschule. 11% des Landes. Ich glaube, das scheint mir so, das wo? Sie sympathisieren mit der Antifa. Die KPÖ, ja, sowieso, ja. Die hängt an der Antifa. Ja, sowieso. Graz ist auch nicht bis, oder? Naja, da hat es angefangen. In Graz hat es noch eine Erklärung, kann ich euch dann sagen. Sind die enttäuscht? Nee, die Grünen sind so ganz überfällig. Ja, das ist wahrscheinlich so eine Dynamik, ist das, ne? Das hat sicher vielleicht eine gewisse Dynamik, aber wir brauchen andere politische Bewegungen, die wir jetzt haben. Und
Und irgendwie müssen wir das irgendwie zusammenbringen. Das soll ja, gut, die haben wir mit Wir sind Salzburg in Salzburg ohnehin. Die haben einen guten Start hingelegt, haben allerdings dann halt aufgrund der Knappheit der Zeit und des mangelnden Kapitals, um Werbung zu machen im Vergleich zu einer Million. Ja, also kurz, ob der Herr Böttler der geeignete Kandidat ist, der hat man bezweifelt. Ne, den kennen wir nämlich von der MFG. Ne? Ja, also, das ist schon klar. Ja, aber also lass mal das denken. Ne? Weil das ist dann schon ein bisschen... Kapital scheint es nicht. Wer hätte die Stronach-Partei? Jetzt schon absolute Mehrheit. Ne? Ja, wir haben es ja mit wenig Geld, in den oberösterreichischen Landtag geschafft. Ne? Eigentlich mit gar keinem. Ne? Und wie gesagt, also da war überhaupt kein Geld da, und wir haben 6% da kassiert. Ne? Also das ging schon, aber leider ist das halt den Bach hinuntergegangen, und ja, wir müssen irgendwas anderes zusammenbringen, was uns da ein bisschen politisch weiterbringt. Ne? Aber diese Art der Rechtsprechung ist gewaltig gefährlich. Ne? Man sieht ja auch, es gibt so gewisse Delikte, die sich da anbieten. Ne? Also der 178er bietet sich an für so Willkürentscheidungen. Der Ding, der 29er-Satz, der Widerstand gegen die Staatsgewalt, das ist auch so eine lustige Bestimmung, wo man sehr kreativ sein kann als Richter. Ne? Der nervt bei dem. Da geht es ja um die gewaltsame Verhinderung der Amtshandlung, das ist ja eigentlich der Tatbestand. Ne? Also ich frage mich, welche Amtshandlung da verhindert wird in den vielen Fällen. Also da wird nie eine Amtshandlung verhindert. Ja, mit den Filmen einer Handykamera. Ja, gut, ob man damit jetzt eine Amtshandlung verhindert, ja, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also sagen Sie es halt. Aber das ist halt leider so, hat sich das eingebürgert, dass man Strafbarkeiten da... Kann man eigentlich den Richter wegen Befangenheit oder wegen Korruption? Ja, nur wenn er verwandt ist mit dir. Naja, schau, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir halt dann noch den Umweg gezogen über die Generalprokuratur. Also ich hab eigentlich vor, so würde ich es eigentlich haben, dass man das zum EGMR schickt, ne? Weil das ist eindeutig, das sind erfundene Delikte. Ne? Befangen ist der Richter nicht. Kannst du vielleicht bezüglich Widerstand gegen die Staatsgewalt noch erklären, warum das nie zulässig ist, sich gegen einen Staat zu wehren, nach der jetzigen Rechtsprechung? Also darf sie irgendwer legal wehren gegen die Staatsgewalt? Naja, man darf sie nur gewähren, wenn abstrakt der Beamte für diese Amtshandlung nicht zuständig ist. Ne? Also was weiß ich, wenn zum Beispiel ein Finanzbeamter jetzt den Verkehr regelt, ne? So ungefähr. Ne? Dann, oder eben ein Polizist eben. Naja, aber nachdem die Polizisten ja vor Jahren aus Postland rekrutiert werden, ist das ja zulässig. Ja. Und da regelt jetzt plötzlich ein Postlandverkehr. Ja, dann muss aber das Beamte der Landbeamte sein. Also es muss immer eine abstrakte Zuständigkeit da sein, dann ist das ist quasi diese Amtshandlung nicht bekämpfbar, sondern nur im Nachhinein durch eben irgendwelche... Also du darfst die nie wehren durch die Staatsgewalt. Ja, aber auch wenn man es offensichtlich nicht tut und Beweise hat, wird da trotzdem der Widerstand angegriffen. Ja, weil das immer rechtswidrig ist. Ne? So ist das Delikt konstruiert, und darum muss man solche Delikte auch ändern. Weil wir haben ja, wenn man sich die Rechtsordnung ansieht, also es ist ja, also der meist geschützte Beruf ist der öffentlich-rechtliche Gehaltsempfänger. Ne? Also der Beamte. Ne? Also die sind so geschützt, also das ist ein Wahnsinn. Also was sich eigentlich der Staatsbürger alles bieten lassen muss, ne? Von diesen Herrschaften, die von uns bezahlt werden. Ne? Ohne dass es für diese Herrschaften Konsequenzen gibt und ohne dass man was dagegen tun kann bei einem unmittelbaren Angriff auf uns. Ne? Das ist schon gewaltig. Also da muss gewaltig nachkorrigiert werden. Weil ich mein, wozu brauche ich eigentlich Widerstand gegen die Staatsgewalt? Ne? Wenn ich einen Beamten jetzt angreife und verletze, ne? Egal ob das jetzt eine Amtshandlung ist oder nicht, ne? Dann ist er durch das normale Strafrecht auch geschützt. Ich meine, ich darf den Beamten genauso wenig verletzen wie einen anderen Menschen. Also das ist ja völlig wurscht. Ne? Ich kann vielleicht eine Qualifikation dazu schreiben, ne? Wenn es ein Beamter ist oder wenn es eine Amtshandlung ist, aber dass ich da eigenes Delikt brauche dafür, ne? Erschließt sie mir für mich eigentlich nicht. Ne? Das ist so ein richtiges Untertanendelikt. Ne? Wir sind da oben, du bist da unten, du spurst. Ne? Und das ist eigentlich das, was man in der Gesellschaft eigentlich so nicht braucht. Ne? Ja, das war vielleicht der Einstieg. Muss die Gewalt nicht irgendwie auch in einem gewissen Maße abspielen? Weil ich hab zum Beispiel da reicht, was weiß ich, so eine kleine Abwehrhandlung reicht schon. Ne?
Wenn ich dich angreift und du reist weg, dann ist das, kann die Festnahme schon verhindert worden sein. Ne? Damit das die Amtshandlung, die du verhindert hast, vorsätzlich, und damit bist du schon mal dran. Ne? Der 269, also ich finde, das geht einfach ersatzlos gestrichen. Ne? Weil warum braucht dieser Beamte einen Sonderschutz? Ne? Weil ich habe ja keinen Sonderschutz gegen Übergriffe des Beamten mir gegenüber. Ne? Habe ich auch nicht. Ne? Und wenn man bedenkt, wie Amtsmissbrauch schwer zu beweisen ist, weil die Befugnis muss immer wissentlich missbraucht werden. Ne? Also das ist immer eine besondere Vorsatzform, ne? Die das Ganze ein bisschen mühsamer macht. Ne? Also es ist, hat alles eine Schlagseite. Ne? Und diese Schlagseiten gehört weg. Ne? Ich sage ja nicht, dass Beamte schutzlos sein sollen, das behauptet ja keiner. Ne? Wie gesagt, wenn man Beamten attackiert und verletzt, dann hat er genau den gleichen strafrechtlichen Schutz wie der andere. Ne? Aber warum das um so viel mehr sein muss, ne? Wage ich jetzt einmal zu bezweifeln, ob das Sinn macht, und es macht keinen Sinn, weil dadurch Diktaturen sehr leicht umsetzbar sind. Ne? Weil immer das Schwert des Strafrechts da dahinter steht, und das ist ja doch immer bedrohlich für den Normalbürger, der das vielleicht nicht so durch. Wir sind eh schon so weit. Ja, und darum muss man sich halt überlegen, welche Gesetzesänderungen hat man im Beton, ne? Also in verschiedensten Rechtsbereichen, ob das jetzt Strafrecht, Zivilrecht, Finanzrecht, ist völlig wurscht. Ne? Jetzt bin ich gerade beim Strafrecht, weil ich heute gestern diese komische Disziplinarverhandlung gehabt habe. Ne? Und vielleicht einen zweiten Punkt, ne? Den haben wir gestern nicht verhandelt, aber ich glaube, das sollte man vielleicht auch noch besprechen. Ich habe einen ganzen Haufen Einleitungsbeschlüsse, ne? Im Rahmen des Disziplinarrechts, und einer davon ist folgender, weil ich ja mehrfach, glaube ich, also öffentlich und auch privat aufgerufen habe, sich nicht impfen zu lassen. Ne? Da merkt man ja, wie dämlich die sind. Ne? Weil dass diese Impfung ein Massenmord ist. Ne? Ich glaube, das kann man bereits so sagen. Ne? Ich habe drei Tote ans Pass gemeldet. Ne? Drei Tote. Ne? Also zwei davon sind meine Familienangehörigen, und dann kommt der dritte dazu. Und ein paar sind jetzt nur in der Pipeline. Ne? Also es bin ja nur ich. Ne? Also da kann man sich vorstellen, ne? Weltweit wurden über 13 Milliarden Dosen verspritzt, ne? an 72-73% der Weltbevölkerung, das sind 5,5 Milliarden Leute. Ne? So, jetzt kann man sich vorstellen, was da rauskommt, das werden Millionen Tote werden. Ne? Ist schon Milliarde. Wenn Geschädigte, ob es Tote sind, wissen wir nicht. Ne? Also im Unglück schon eine Milliarde Tote. Ja, das ist, ja, da gibt es viel Schätzungen. Ich habe ein Gutachten von Bergholz, Professor Bergholz, der ist bei der MBGFD dabei. Der ist auch Mitglied dieser Kommission da über die Evaluierung der Covid-Maßnahmen in Deutschland. Ne? Der hat mich geschätzt, also momentan haben sie, sagt er, gibt es 5 bis 10 Millionen Tote, also jetzt schon, ne? Wo er davon ausgeht, und 250 Millionen Schwerstgeschädigte, die aber auch mit einer massiven Lebensverkürzung zu rechnen haben werden. Ne? Das hat er hochgerechnet aus den Daten der US-Armee, ne? Und aus Israel. Ne? Weil die haben die besten Datenblöcke. Wenn man das dann auf die 13 Milliarden Impfdosen bzw. 5,5 Milliarden Menschen hochrechnet, ne? Dann kann man sich ungefähr ausdividieren, wie viel das halt wird. Ne? Und das ist die konservativste Schätzung, die er hat. Ne? Also die am untersten Bereich. Ne? Oberhalb gibt es halt da. Da fühle ich mich recht von 20 oder 30 Millionen Tote bereits und 2 Milliarden Geschädigte. Ja, also da gibt es halt auch die wütesten Dinge, aber es wird Platz werden, ne, sage ich immer. Ne? Die Häuser werden billiger werden, die Grundstücke werden billiger werden. Ne? Man muss vielleicht positiv sagen. Ne? ein bisschen Zynismus muss sein. Ja, warum Zynismus? Ich meine, wir sind nach wie vor selber schuld, ne? Weil sowas geht nur eine, ne? Wenn sich die Bevölkerung so vorbereiten lässt, ne? Durch jahrzehntelanges politische Gehirnwäsche, ne? Sonst funktioniert das ja nicht, ne? Kurz kann ich es andeuten, ich habe vor 10 Tagen ungefähr ein sehr interessantes Gespräch gehabt, hat der Rainer Füll mich vermittelt, mit der Vera Scharafi, ich weiß nicht, ob sie die kennt, ja, ne? Das ist eine jüdische Holocaust-Überlebende. Und ich habe die gefragt, ne, wie sie eigentlich das Verhältnis sieht zwischen dem Holocaust, den wir kennen, wo sie halt den Kopf gehalten hat, wo sie halt gerade in den Traunen ist, ne, und dem, was wir jetzt haben. Ne. Wisst ihr, was die Antwort war? Jetzt ist schlimmer. Nein?
It's the same, they just do it globally. Mhm. Ich sag, der hat nie aufgehört, ist sie der Meinung. Der hat nie aufgehört. Ne? Nur die Methoden haben sich geändert. Ne? So nach dem Motto, Gas kann man sein Auto, jetzt haben wir Spritzen. Ne? So. Von Gas kann man wird es nicht geben. Warum? Ne? Weil es Gas ausgeht. Weil es einfach viel zu aufwendig sein. Ne? Weil da muss ich die Leute hinbringen und dann muss ich es dort einsperren und was weiß ich was alles. Muss subtil und bei der, der Spritzen rennen die Leute selber hin. Ne? Ist ja viel angenehm. Ich meine, da mache ich irgendeinen Gesundheitsschmäh, weil sind alle bedroht, ne, von einem Virus, den wir so eigentlich in der Gefährlichkeit noch nicht beschrieben haben. Ne? Das wissen wir gar nicht, aber die Leute rennen ja selber hin. Ne? Da brauche ich nichts. Und Sie sagen, es ist eigentlich das Gleiche, die gleichen Strukturen, die damals das finanziert haben, finanzieren das jetzt auch. Ne? Und ja, gut, also es wird dann eh, das Video wird eh zusammengeschnitten und das werde ich dann veröffentlichen, werde dann selber noch ein kleines Video machen. Dann könnt ihr euch das selber anschauen, was die Vera da so, Vera Roll heißt sie eigentlich ursprünglich, ne, Rumänin, ne, was die Vera da so gesagt hat. Ne? Ja, ich weiß schon, was ich tue. Okay. So. Was du weißt es nicht. Ja, ich weiß, was du rausbringst. Ne? Und noch jetzt, was hat sie gesagt, ne? Bezüglich dieses Verbotsgesetz, ne? Weil der Witz ist ja, sie hat ja selber auch ein Verfahren in Deutschland. Ne? Muss man sich mal vorstellen, eine KZ-Überlebende hat ein Verfahren wegen Trivialization, also Verharmlosung. Ne? Ja, weil das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ist schon so pervers und daran sieht man ja, wie sich das Recht verselbstständigt, wie sich so ideologisches verselbstständigt. Ne? Das Problem ist ja, ich sage ja bei diesen ganzen Nazi-Geschichten, ne, dass es fast keine Überlebenden mehr gibt, ne, die das vielleicht noch irgendwie einfangen könnten. Ne? Naja, die sind schon tot einfach, das ist schon so lange her, die sind gestorben halt. Ne? Meine, die Vera ist ja auch schon jetzt 86. Ne? Man, sie ist zwar körperlich und geistig noch fit, ein paar Jahre wird es noch geben, ne? Und dann wird mir die Arschlums, ganz einfach. Ne? Und wenn hast du denn dann noch, ne? Das ist überhaupt kein mehr, ne? Dann haben die freie Bahn mit diesem Rechtsgebiet, ne? um die Bevölkerung zu schikanieren. Ne? Da ist dann alles das, was man gegen sie sagt, ne? Was man gegen sie sagt, also ist dann quasi dann schon rechtsradikal und was weiß ich, ist im Sinne dieses Gesetzes dann schon ein Problem. Ne? Und da sagt sie drauf, they use it as a weapon. Ne? Das sagt ganz deutlich. Dieses Gesetz, diese werden als Waffe gegen die Menschen, gegen das Denken benutzt. Ne? Also, ja, es ist jetzt schon ein eigenartiges Erlebnis, wenn man mit einer Überlebenden redet, die eigentlich ganz anders über das denkt, ne? Wie eigentlich die politischen Vorgaben sind. Ne? Das ist komisch. Ne? Und auch da verselbstständigt sich dieses Strafrecht so komisch. Ne? Das wird so zu einem eigenartigen Unterdrückungselement. Ne? Verbotsgesetz, Widerstand gegen die Staatsgewalt, dann haben wir diese Verbreitung ansteckender Krankheiten. Ne? Und so, das ist so ein Konglomerat des Schreckens, ne? In rechtlicher Hinsicht. Ne? Sobald du irgendwie abweichst vom Kurs, ne? Irgendwas finden sie. Ne? Und ja, daran muss man sich ein bisschen bewusst machen und daran muss man. Was habe ich jetzt gelesen in der Neuen Zürcher Zeitung? Die geschmierte Gewalt, ne? Die geschmierte Gewalt, also ein guter Schmäh, ne? Die geschmierte Gewalt. Also, was willst du von solchen Leuten? Ne? Meine, da wurde ja auch eine Schwäche ausgenutzt, die wollen ja pleite alle die Zeitung. Ne? Standard und ich meine, jetzt ist die Grazer kleine Zeitung und so, ja. Ist pleite, ne, und so weiter. Die kommen ja nie auf die Füße, weil das klumpert ja keiner kauft. Ne? Weil jeder weiß, dass es ein Blödsinn ist. Ne? Ja, und das ist ein leichtes Opfer, ne? Mit den ganzen Inserate halt und was weiß ich und sponsern sie das halt und das wird dann, wie gesagt, nicht zur vierten, sondern zur geschmierten. Zur geschmierten Gewalt. Also mein konkreter politischer Vorschlag, es gibt ja keine Medienförderung mehr. Ja? Weil warum? Ich meine, ich weiß nicht, was bist du von Beruf oder du? Hast du jemals eine Förderung gekriegt? Man, entweder schaffst du das, weißt du, was kannst, oder du bist ein Jobber, nur ein Jobber braucht eine Förderung. Es gibt gesetzlich keine Förderung mehr für Medien. Ende. Entweder er kauft das Produkt oder er lässt es sein.
Und das ist ganz konkret, der Nationalrat möge beschließen, Medienförderung wird ersatzlos gestrichen. Bei der Friseur kriegt man keine Förderung. Ja, wie kommt man in den Nationalrat rein? Wie kommt man Jeder kann hinein. Wir müssen jetzt schon politische... Ja, du brauchst die Unterstützungserklärungen, aber du musst nicht in einer Partei sein oder so. Also, du bist halt auch drinnen und du wirst es auch gegen die, dann hast du auch keine Chance. Es hat mehrere Leute sein, aber wer steht sich da freiwillig zur Verfügung? Ja, du? Du? Ich? Ja, okay. So viel freiwillig gemacht? Ich kann da noch 100 andere sagen. Dann hätte ich mal eine ganz simple blöde Frage. Kann eigentlich eine Firma Gesetze beschließen? Weil anscheinend ist ja Republik Österreich als Firma eingetragen in Amerika. Ja, die hat auch Firmen. Ja, da gibt es also keine Bürgerzeit. Ja, und was heißt das jetzt? Ja, nur bei Österreicher Steuernummer, wenn ich einen agrarischen Finanzamt habe, ist ja das, das bin ich eine Firma. Man braucht ja nur ein Strommann-Konto, darum haben sie das gemacht, für die Strommann-Konten, oder? Das ist ein Blödsinn einfach. Und was wäre jetzt das ist, das ist, oder was? Das ist nur eine Steuernummer, ne? Ja, da wo ich, der US-Staat wird vielleicht bei uns auch eine haben, ne? Nein, hat es nicht. Irgendwo wird es sicher eine geben, ne? Die Deutschen und Österreicher haben halt alle Steuernummern drüben. Ja, das ist halt eine Verwaltungsmaßnahme in den USA, das interessiert mich da nicht. Ja, wurscht. Was ist die Konklusion daraus? Was hat eigentlich eine eingetragene Firma wie Republik Österreich uns Leute was zum sagen? Na, wir haben jetzt gerade schon festgestellt, ja, das ist ein Kaffee. Wird Österreich nicht zur Firma, ne? Das ist ein Blödsinn. Ne? Ja, aber was hat eigentlich da die Steuernummer in Amerika von Österreich zu suchen? Was? Das ist eine Verwaltungsmaßnahme der US-Administration. Der Grund, warum unsere Vorwahl in Österreich 0043 das 43. gelistete Land in diesem System sind. Die USA sind 001. Ja, war eine Steuernummer. Ja, das ist einfach nur. Ich habe eine E-Card mit einem Foto und das Foto haben sie von meinem Führerschein transferiert von einer anderen Behörde ohne mein OK. Nur weil die amerikanische Finanzverwaltung einen Akt setzt, ne? Einen internen Verwaltungsakt, ne, mit dieser Steuernummer, wird Österreich nicht zur Firma. Das ist ein Blödsinn. Ne? Okay. Das ist ja jetzt nur mal nachgefragt. Ja, das ist ein Blödsinn. Ne? Ja, also gibt es dazu Fragen? Du, hast du eine Firma? Ja, eine Steuernummer. Boah, Skandal! Skandal. Gut, dann reden wir ein bisschen über die Neutralität. Ne? Weil das da ein bisschen ein Thema ist, was vielleicht die Leute interessiert. Ne? Ja, Neutralität. Also da gibt es ja dieses Neutralitätsgesetz vom 26. Oktober, ja, richtig, ja, 26. Oktober, 55, ne? Was steht da drin? Wo eine freiwillige Zusage Österreichs an die Sowjetunion, ne? Nach Abschluss des Staatsvertrages als souveräner Staat ist, also diese Neutralität zu beschließen. Im Moskauer Memorandum, ne, wurde dann auch von anderen Staaten völkerrechtlich anerkannt, also immer völkerrechtliche und innerstaatliche Seite. Ne. Was steht da drinnen? Da stehen zwei Sachen drin, dass wir erstens bündnisfrei zu sein haben, ne, und stützpunktfrei. Ne. Also das heißt, keine fremden Stützpunkte und kein Militärbündnis. Ne. Sonst nichts. Das heißt, eine Neutralitätsverletzung liegt vor, wenn ich auf der Autobahn einen amerikanischen LKW sehe. Ne? Ist es eine Neutralitätsverletzung, ja oder nein? Ja, klar. Nein, ist keine. Ne? Weil es keinen Stützpunkt hat. Ja, aber ich gewähre dennoch diese Kriegslist von denen dann mit, nein, oder? Nein, wenn sie jetzt zum Beispiel überfliegen, oder? Noch einmal, es gibt zwei Sachen in dem Gesetz. Ne? Bündnisfreiheit und Stützpunktfreiheit. So,
Man beteiligt sich an einer Kriegsmission. Und amerikanische Ebene mit der Panzer durchfahren. Und das ist, eine andere, das ist auf einer anderen Ebene. Aber das wäre jetzt mit LKWs durchfahren. Das ist in einem anderen Gesetz geregelt. Ob das in der Nacht oder am Tag, dann ist auch wurscht. Ne? Wobei der Panzer auf der Autobahn oder der LKW auf der Autobahn nur das kleinere Übel ist. Ne? Die meisten Waffen werden über die Donau verschippert. Ne? Das ist ja das Haupttransportmittel. Da kannst du ziemlich gemütlich von Rotterdam bis ans Schwarze Meer fahren. Ne? Über diesen ganzen Flussweg. Ne? Und kannst ziemlich viel Waffen transportieren. Ne? Aber noch einmal, ja. Die Neutralität. Innenminister, du kleines Arschgeiger, und Verteidigungsminister, Außenminister, du kleines Arschgeiger. Warum genehmigst du das? Was muss jetzt der politische Vorschlag sein? Was ist die Konklusion daraus? Das Gesetz muss weg. Und ins Neutralitätsgesetz muss die Durchfuhr von Waffen dazukommen. So. Und so sind wir schon wieder auf einem grünen Zweig. Das ist die Argumentationskette. Weil sonst kommt einer daher, so wie du, und so wie der Blätter, und du musst geredet, das stimmt ja gar nicht. Wenn es das weißt, Bündnis Stützpunkt, Kriegsmaterialgesetz, ist die Sache schon erledigt. So kannst du politisch argumentieren und auch agitieren. Ja, aber dann gibst du ihnen nur recht. Dann passt ja. Dann sagen sie sowieso, das ist neutral im Gesetz, die zwei Punkte. Richtig, deshalb halten sie auch den Ball flach. Und du sagst, ich möchte gern diese Änderung haben. Du wirst in Österreich sehr wenige Leute finden, die das super finden, dass man Kriegsmaterial durchführt. Du wirst auf große Zustimmung stoßen. Und das muss dann wieder irgendwo in ein Gesetz gießen. Und ich finde es gar nicht schlecht, wenn man, also das Neutralitätsgesetz ist nur im Verfassungsrang, nicht in der Verfassung, ist ja wurscht, erweitert, dass man es erweitert um das. Und diese politische Frage muss ich aufstellen. Ne? Und damit kann ich mir aber die Leute holen. Ne? Und das ist ja der Schmäh dabei. Ne? Das heißt, wenn ich sage, die Neutralität ist verletzt durch die Durchfuhr von Waffen, ne? Dann nehme ich mir das politische Argument weg. Ne? Ich muss das fordern. Ne? Ich muss fordern, dass das Neutralitätsgesetz besteht aus Bündnisfreiheit, Stützpunktfreiheit und einem Durchfuhrverbot von Waffen von Drittstaaten. Ne? Das muss erweitert werden. Ne? Und das muss ich einfach einmal den Leuten kommunizieren, dass ich hier eine Verfassungsänderung, also eine Änderung dieses Verfassungsgesetzes brauche. Ne? Aber kann man nicht, entschuldigen, mit dem Ordnung, das Wort Neutralität, das beinhaltet ja eigentlich das. Ja. Das Wort beinhaltet das. Wenn ich zum Beispiel, ich bin jetzt ein neutraler Staat und ich lasse jetzt da alles irgendwie durch, dann bin ich nicht Partei. Das ist deine Begriffsbildung jetzt. Ja. Ne? Du verstehst das Wort Neutralität so. Das ist ja jetzt nicht falsch. Ne? Ich sage nicht, dass es falsch ist. Nur rechtlich ist es in diesem Neutralitätsgesetz anders geregelt. Ne? Wenn du das Etikett drauf biegst. Ja, richtig. Da ist einfach das Etikett drauf. Also es ist nicht blau, sondern es ist jetzt grün. Nein, es ist nur Bündnisfreiheit und Stützpunktfreiheit. Ja. Ende der Durchsage. Ne? Und jetzt muss ich sagen, okay, weil das so ist, ne, und wir das anders wollen, ne, schreiben wir das eine ins Gesetz und sagen, auch die Durchfuhr von Waffen von Drittstaaten kehrt dort dazu. Ne. Wenn wir der Meinung sind, das ist Neutralität. Ja, und das muss man wissen, muss man so konkret fordern. Aber Neutralität würde ja theoretisch auch eine mediale und eine wirtschaftliche Neutralität voraussetzen. Ich kann jetzt nicht so wie Österreich sagen, wir tragen das 10. Maßnahmen-Sanktionspaket. Das ist viel Blabla jetzt. Ne? Das ist viel Blabla, nichts für ungut. So kann man nicht argumentieren, weil so kommt man rechtlich auf keinen grünen Zweig. So kommt man rechtlich auf keinen grünen Zweig. Ich muss immer vom Rechtsbestand ausgehen und dann muss ich sagen, okay, das würde ich ändern, im Sinne eines politischen Forderungskatalogs, ne, weil ich diesen und jenen Sachverhalt als Missstand erkannt habe. Ne. So, das muss ich machen. Ne. Diese Sanktionspakete, haben also mit der Neutralität, so wie es in der Verfassung definiert ist, überhaupt nichts zu tun. Weil diese Neutralität rein militärisch ausgerichtet ist. Ne? Und ob jetzt Österreich, ne, Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland mit hat oder nicht, ist denen wurscht. Sie haben den Russen ist es 105 Millionen der Europäischen Union gegeben für Ukraine-Hilfe, aber das ist natürlich jetzt ein Weizfeld. Ich meine, das ist ganz klar, dass Österreich da. Darauf will ich gar nicht hinaus. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du musst, du,
das eine ist eine politische Frage, das andere ist eine rechtliche Frage. Ne? Aber das ist nicht denn politisch. Da hat der Österreich mit den 105 Millionen Euro an die EU, hat sie politisch der Ukraine und wirtschaftlich Panzer finanziert. Ne? Ist alles richtig gut und schön. Ne? Ist alles richtig. Darauf will ich gar nicht hinaus. Aber die aktuelle Regierung und ihre geschmierte vierte Macht, ne? Geht ja her und erklärt uns hier, dass unsere Inflation, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht, aber es wird uns erklärt, unter anderem damit zusammenhängt, dass ja jetzt plötzlich alles aus der Ukraine kommt und weil wir da quasi unser Gas herkriegen und weil wir da unsere Ölprodukte herkriegen und weil Putin so böse war, Nord Stream gesprengt hat. Aus der Ukraine kriegen wir kein Gas und kein Öl, ne? Nein, aber wir müssen mit diesem Sanktionspaket, ja, deswegen sage ich, das Sanktionspaket sagte, wir müssen ja als gute Europäer unsere Werte bis zum Hinterkusch verteidigen, wie es die Deutschen ernst gemacht haben. Und deswegen machen wir das jetzt, indem wir Russland sanktionieren. Das ist ja quasi eindeutig ein Parteiergreifen. Ja, es ist kein militärisches Parteiergreifen und es mag rechtlich keine Auswirkungen haben, da bin ich durchaus dabei. Aber die Tatsache ist trotzdem, man erklärt dem österreichischen Volk, wir haben 11% Inflation am Papier, die Schweiz hat 4%. Und das, warum man dem Österreicher, dumm und bequem wie er ist, erklären kann, warum alles so teuer ist, Ich glaube, das kann man. Schau, du hast völlig recht. Das glauben aber meine Gäste, glauben das, auch mein Chef glaubt das. Wir glauben das nicht. Österreich hat so viel Trabant. Man glaubt es, aber es hat so viel Trabant. Das ist eine Idiokratie, weil wir reden viel von Demokratie. Aber okay, ich mag jetzt nicht mehr. Ich wandere jetzt aus. Aber das sind, ihr habt beide recht mit dem, was ihr sagt. Wir stimmen euch ja zu. Aber du musst das aufdröseln. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die Sache, was steht in der Verfassung und im Gesetz. Ja? Und das andere, welchen Spielraum hat die Exekutive, die Politik? Ganz klar, aber ich denke, wenn man eben den Transportweg durch Österreich oder über den Luftweg, das ist einfach, da kann man sagen, um das erweitert man es, aber ich bin der Überzeugung, man sollte eine solche Erweiterung, wenn es denn möglich ist, im Sinne des Begriffs Neutralität generell auch noch darum erweitern, dass man sich eben nicht irgendeiner vermeintlichen Kriegspartei in anderer Form annähert, die nicht militärisch ist. Eben Sanktionspolitik. Formulier es, wie wir es ins Gesetz einschreiben. Die werden sich die Schlupflöcher nehmen lassen, oder? Das ist jetzt ein Vertrag, gell, und du musst es jetzt mit dem Vertragspartner so einschreiben, dass das hieb- und stichfest ist. Ich gebe da völlig recht, dass das eine Sauerei ist. Wirtschaftliche und eine medial neutrale Haltung wird sie sicher von einem klugen Menschen formulieren lassen. Na, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil medial ist auch was im Radio und du auch. Ja. Also das kannst du einmal... Ich bin aber auch kein Repräsentant Österreichs. Den Ruf wird sich keiner schädigen lassen wollen. Welches Medium ist ein Repräsentant Österreichs? Keines. Also der ORF hat offiziell einen ganz klaren Informations- und Bildungsauftrag und ist und jetzt steht eh schon im Gesetz, dass es nicht darf, er macht es trotzdem. Aber du musst unterscheiden, was kann die Politik entscheiden, was kann die Exekutive entscheiden, und wo steht in der Verfassung? Ja, weil das ist die Schranke. Ja. Die Verfassung ist die Schranke, wo sie eben nicht drüber kann. Das musst du unterscheiden. Aber Roman, das und ist ja denn das, was du jetzt gesagt hast, das widerspricht dem Wort. Was? Das ist nicht neutral. Ja, wenn die zwei Punkte als neutral definiert werden, dann haben die ein anderes. Neutral ist das, wie das Land als neutral definiert. Das ist ja die Ablenkung, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, dass wir es ändern müssen. Du musst. Schau, was ist denn das Problem? Damals war das, wie das beschlossen worden ist, hat das eine Bedeutung gehabt, ne? Einen Stützpunkt zu haben oder einem militärischen Bündnis beizutreten. Ne? Das hat ja militärisch an Bedeutung verloren. Ne? Heute ist es wichtig, dass du im Sinne, wenn du als Stellvertreter Kriege führst, deine Waffen als Supermacht, ne, dorthin transportieren kannst. Ne? Die militärische Situation hat sich geändert. Und darum musst du einfach dieses Neutralitätsgesetz, dieses Verfassungsgesetz um diesen Punkt erweitern, damit es wieder greift. Ne? Wenn du die ganze Donau aussperren kannst und sagen, durch Österreich fährt kein Kahn mehr mit irgendwelchen Panzern und sonstigen Dingen. Ne?
dann hat das schon Auswirkungen. Ne? Ja. Weil dann kommt am Schwarzen Meer nichts an. Ne? Und auf in die Ukraine kommt auch nichts mehr. Ja, Donau hat auch nur eine deutsche Seite. Nein. Aber das ist, was? Donau hat die deutsche Seite auch noch. Ja, aber du kommst in den Schwarzen Meer. Das Schwarze Meer kommst nicht. Das ist eine Täuschung fürs Volk. Du musst leider durch Schwarze... Ah ja, durch Wien, ja. Wenn du zum Schwarzen Meer warst, musst du durch Österreich durchschieben auf der Donau. Sonst müsstest du über das Mittelmeer und das ist ein gewaltiger Umweg. Richtig, da kannst du dich einfach anders auch hinfahren. Das ist mir wurscht. Ne? Aber durch die Donau fährst du nicht mehr. Aber wenn das ist, dann wirkt es. Wenn es ja in Italien US-Stützpunkt gibt, war das egal. Ja, das dann sollen sie es... Also rein für die Auswirkungen des Waffentransports. Durch Österreich fährt aber nichts durch. Ne? Ja, wäre begrüßenswert. Ja, fährt nichts durch. Und das ist das Entscheidende. Jetzt sicher, diese Sanktionspakete, ne, sind natürlich politisch nicht unbedingt das, was wir wollen. Da gebe ich das schon recht. Ne? Das ist keine Frage. Das ist keine Frage. Ne? Dieser EU-Beitritt hat natürlich gewisse Nachteile, die wir da jetzt mittragen. Ne? Müssen oder nicht müssen, weiß ich nicht. Ne? Aber wir tragen sie halt mit, weil die politische Landschaft in Österreich eben so ist, dass eben quasi alle Parteien da eben mittun. Ne? Und da kommt aber, entschuldige, ich unterbreche wieder das zum Tragen, was wir vorher geredet haben. Wenn der Minister das genehmigt, Kriegsmaterial durchgesetzt, Aschgeiger Minister, mache ich jetzt einen Misstrauensantrag gegen den Minister, dann ist er weg vom Fenster. Weißt du, was ich meine? So kannst du denen mit diesen politischen Entscheidungen an den Karren fahren. Man muss das immer ein bisschen in der Verfassung und was kann die Regierung machen momentan? Warum hat zum Beispiel die FPÖ schon? Ja, warum? Das bitte fragt die FPÖ. Das fragt bitte die FPÖ. Wir bieten es Ihnen schon an. Du musst verstehen, ihr macht es ja Partei. Verstehst du? Ich meine aber jetzt nur, die FPÖ, das wäre dann auch ein aufgelegter Ball. Das wäre ein aufgelegter Ball. Wenn die das so verbreiten, haben sie eine relative Mehrheit. Ja? Bin ich mir ganz sicher. Noch zwei, drei andere Sachen. Warum machen sie das nicht? Ja, es ist gesteuerte Opposition. Nein, gesteuert sind die sind einfach deppert. Ja. Wir waren ja dort, wir haben ja mit ein paar Jahren. Es gibt gilt ja noch die Unschuldsvermutung, selbst natürlich. Zum Beispiel, der wohnt bei mir im Ort, der war unser Vizebürgermeister. Der, wie heißt der mit vorhin? Bei Mario Kümmersee. Das ist ein völlig liebenswerter, anständiger Mensch. Aber der kann kein Minister sein, das geht nicht. Ja, es gibt solche und die anderen. Aber nicht. Der ist nicht bestechlich, aber ich kann ihn nicht nur an, der nicht bestechlich ist, nicht schon mal ganz mitgereicht. Es gibt dort sehr anständige Leute, ich kenne ihn, also wenn ich das vertraue. Auch, klar. Und wir haben denen auf etlichen Ebenen gesagt, schau, nehmt das, wir brauchen da gar nicht vorkommen, ja? Da muss nicht Rösch oder Schüssel oder Kinder, nehmt es. Ja, warum machen sie das nicht? Ja, sie kennen nichts dafür, Angst haben sie, alle haben so viel Angst, um Gottes Willen. Also, gekaufte Opposition. Nein, die sind nicht gekauft. Die sind von der Nase dämlich und sowohl als auch so. Weil das könnte ich noch irgendwo integrieren, das könnte ich noch irgendwo verstehen. Aber wenn ich von alleine Arschweiger bin, das kann ich nicht verstehen. Ja, nimm mal die Schwarze, die was da mit den anderen Politmarionetten auf ein Bierchen verändert hat. Wir hatten ja schon mal eine schwarz-blaue Bundesregierung, kurzfristig. Die gesamte EU hat mit dem Finger auf uns gezeigt und hat gesagt, das ist schon wieder passiert. Und damals waren es keine Kinder im Keller, sondern es war wieder diese Nazi-Keule. Und da hat ja quasi mit der Freiheitlichen Partei, so wie der Vizekanzler jetzt vor kurzem auch wieder gemeckert hat, die Keller-Nazis sozusagen ihren Weg gefunden. Und da sind wir ja damals als Land im Herzen Europas Nettozahler für Nord- und Südtransit und Ost- und Westtransit notwendig in die Knie gegangen und haben unsere damalige Außenministerin, die Ferrero-Waldner, betteln geschickt. Ja, genau, betteln geschickt, damit die EU uns als Nettozahler eventuell vergibt, dass wir eine demokratische Partei legitim in einer Wahl mit ausreichender Mehrheit in eine Regierung sozusagen gehoben haben. Da hätte man damals eigentlich sagen müssen, das wäre die große Chance gewesen, Grenzbalken runter und schauen wir mal. Damals hätte man eigentlich einen Exit vollziehen können oder sollen. Ja. Und das natürlich seit dieser Erfahrung, wo die böse EU hat über uns gerichtet, jetzt ein bisschen kastriert ist, das ist ein Problem.
Weil zu den drei, also ich gebe da völlig recht, aber damals hat es uns noch nicht genug wehgetan. Allerdings muss man sagen, die Freiheitlichen sind entsprechend auch in einer Koalition mit den Schwarzen. Und ich weiß. Ich glaube, Brauner war abgeriegelt, kann ich mich erinnern, oder? Und noch irgendwas. Also, aber das nicht nur. Aber Kuchel als Erster, gell? Kuchel war das erstes. Kuchel gehört zu Salzburg, ja. Nein, aber das Tolle ist, sie haben ja Edelmittel Leitner wieder zur Landesmutti gemacht. Also, ja, eben, was soll denn das? Also, ich befürchte, dass es hier einzelne gibt, die anständig sind, aber grosso modo schaut das nicht so aus, als ob das was werden will. Zur EU möchte ich noch Folgendes sagen. Ich bin ein Kind der 80er Jahre, ich bin im Grenzgebiet aufgewachsen in Niederösterreich und wir waren sehr viel im kommunistisch-faschistischen Ausland. Und für mich war diese EU-Geschichte ein Friedensprojekt. Wir bekriegen uns nicht mehr und wir haben keine Grenzen. Ja, freier Waren, Personen- und Dienstleistungsverkehr. Ja, für Leute wie du und ich. Ja, aber das war für mich, ich kann mich auch noch an den Fall der Berliner Mauer erinnern, ich habe das alles irgendwie so vernichtet, ich fand das großartig. Wir Wähler wurden betrogen. Super. Was heißt eingekauft? Wir haben es ja wieder selber gemacht, ja? Dass das ein Lobbyistenverein ist. Ja? Ich habe das auch nicht mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gleich noch eine kleine Unterlagenfrage. Das Europäische Parlament, es gibt ja ein Parlament, das wir wählen, hat das Parlament Gesetzesinitiative, darf das EU-Parlament sagen, ich möchte Gesetz XY, nein. Ich schlage vor? Nein. Ja, natürlich. Das wird wieder ganz ganz umgesetzt. Die Legislative, die wir wählen, hat kein Vorschlagsrecht. Die Kommission, Exekutive, sagt dem Parlament, ihr dürft jetzt das abstimmen. Das kann es nicht sein. Ja. Das ist völlig antidemokratisch, das ist völlig pervers schon wieder. Ja. Noch ärger als quasi innerstaatlich. Und das geht nicht. Ja, das geht gar nicht. Das muss man aber wissen. Und dann möchte die wissen, wer das in Ordnung findet. Das Parlament will, man darf gar nichts machen, man muss von der Exekutive, die bestimmt werden, quasi da an der Leine geführt werden. Geht gar nicht. Also da sind wir falsch abgebogen. Ich habe das auch nicht so mitgekriegt, muss ich ehrlich sagen. Freier Warndienstleistung zum Personenverkehr, das ist selbstverständlich. Weil ich habe keine Lust an der Grenze deppert zum Stehen. Und wir tun ja nichts, die wirklich was tun, die. Sind wir überall gestanden die letzten 2 Jahre oder 3 Jahre? Also so hätte ich das gern politisch wieder aufgedröselt, wenn einer schreit, raus aus der EU, nein, bevor ich sage, ja, aber warum? Warum? Argumentier mir das. Ja? Weil sonst kommt nämlich einer daher, der ein Lobbyist ist und das super findet und macht die sofort auf. Und wenn du so ein bisschen sattelfest bist, ja, Legislative, Exekutive, wer kann was? Hast du dem schon wieder den hintersten Segen genommen? Er kann dann immer noch anderer Meinung sein, ist okay, aber du hast sachlich argumentiert, ohne Erfindungen oder sonst was. Und das wird halt der Weg sein, den wir gehen müssen. Es wird uns nichts anderes überbleiben. Obwohl ich ja immer noch dafür bin, können wir was anzünden. Hi. Ich hätte einfach gesagt, in Salzburg einmal die Kappe ein bisschen aktiver werden lassen, dann brennen bei uns wieder Twingos und sonstige Sachen, dann das kommt ganz von allein. Also ich glaube, dass diese KPÖ-Geschichten in der Steiermark, also in Graz hat das historische Wurzeln, weil die KPÖ hat in den 80er und 90er Jahren tatsächlich Ideen gehabt, die noch vernünftig waren. Ich erinnere mich an ein Wahlplakat, ein Bad für jede Wohnung, auch das ist Kultur. Das hat mich sehr beeindruckt, weil man dachte, warum kennen das die Sozialdemokraten nicht? Ich finde es spannend, dass man in die 80er Jahre in einem Wohlstandsland wie Österreich sowas auf ein Plakat drucken muss. Ja, aber es gab viele Wohnungen ohne Bad. Das gab es. Ja, aber da geht es ja schon mal los, da brauche ich kein KPÖ. Ja, englische Klose. Ja, da habe ich gesagt, es ist so ähnlich wie wir sind in der größten Gesundheitskrise aller Zeiten, wo man weiß ich nicht, was nicht darf, aber er muss einen schriftlichen Antrag stellen, dass er im Knast ein Klopapier kriegt. Ich meine, ja. Und da gab es dann auch einzelne KPÖ-Menschen, die in Graz etwas gemacht haben und deshalb hat das eine gewisse Tradition. Dass das Faschisten sind, ja, das ist unbestritten. Ich komme aus dem linken Eck. Ich würde es nimmer diese Koordinaten, weil die funktionieren nicht mehr. Ich sage das auch nicht mehr. Ich habe oft gesagt, ich bin eine alte Linke, sage jetzt nicht mehr alt, immer noch links nicht. Weil entweder bist ein Arschgeigerl oder nicht. Und ob der Faschismus jetzt von oben, unten, links oder rechts kommt, ist mir egal.
Und das hat sich alles ein bisschen verschoben, so wie jetzt nicht mehr. Die KPÖ sind keine Demokraten. Ich erinnere mich an, wie der Kommunismus gefallen ist. Wo ist denn das ganze Geld da? Wo haben wir in Moskau irgendwelche Kunden gehabt und so weiter? Man hat sich antidemokratisch geäußert, geht gar nicht. Naja, das große Problem für mich ist einfacher schon mal die Namensgebung. Wenn ich heutzutage eine NSAP gründen würde, mit einem Plus von mir aus hinten. Nein, wir sind nicht bei D, weil wir sind in Österreich. Also wenn ich eine NSAP Plus gründen würde, würde man mich wahrscheinlich, wenn ich bei der Haustür rausgehe, um Unterstützungserklärungen zu halten, steinigen, kochen, deren Federn und weiß ich nicht was noch alles. In Häfen huckt man, weil man kein Kaffeefütter tragen hat. Also das würde man mit mir machen. Und ich sage auch zu Recht, die Problematik ist, wenn ich mich hinstelle und ich sage, ich mache eine kommunistische Partei, so wie sie eine KP in China haben, wie sie eine KP in Nordkorea haben, wie sie Stalin, Mao, Pol Pot und so weiter vertritt, wo Millionen Menschen ihr Leben verloren haben und viele noch unter anderem Stalin leben, dann stößt es niemandem auf. Ich verstehe da das Rechtsverständnis nicht. Also ich glaube, dass das eine Notwehraktion war. Wie gesagt, in Graz also hat es einen gewissen historischen Hintergrund und ich glaube, in Salzburg war das eine Notwehraktion für die Leute, die also die Parlamentspartei nicht wählen können, aber die Freiheitlichen aus irgendeinem Grund auch nicht. Da haben sie gedacht, ja, und das liegt wieder, die können nichts ausstellen. Ne? Nein, das liegt wieder daran, dass die geschmierte Macht quasi verabsäumt hat, einer MFG oder einen Wir sind Salzburg überhaupt den Status zu geben. Ich kriege immer diese Postwurfzeitungen, dieses Weekend zum Beispiel, da waren die Parteien alle mit ein paar Fragen vor der Wahl, da kann dann jeder den Wähler irgendein Zuckerl hinschmeißen, dass er ihm hinterher wieder klaut. Und da waren eben vertreten eine ÖVP, eine FPÖ, irgendwelche Joy Randy-Überlebenden, die sollen sie auch noch geben. Und dergleichen. Und tatsächlich auch die KPÖ. MFG und Wir sind Salzburg wurden da gar nicht in irgendeiner Form zur Sprache gebracht. Es war auch die Medienpräsenz. Davon rede ich ja gerade. Dieser grüne, jetzt rote, grün-rote Typ für eine Medienpräsenz gehabt. Ja. Fast in jeder Zeitung, immer wieder hat er ein Interview gehabt. Immer gehört von dem. Schön interessant. Das Gesocks gehört alles zusammen. Wir haben die Medien, die wir uns verdienen. Ja, weil wir haben das so ja, wir haben generell, was wir uns verdienen. Und das traurig ist, also ich will jetzt nicht mit dem Problem scharf heimfahren, weil ich da beim Auto fahren nichts sehe. Und ich jetzt dann leider wirklich weg muss, weil ich in den Dienst muss. Nur die Problematik ist, wie gesagt, ich arbeite zwischen 4 und XY Nächten an der österreichischen Bevölkerung, vorrangig mit jungen Menschen. Aber ich habe natürlich auch Gäste, die schon über 25 sind. Ich habe Arbeitskollegen und dergleichen. Also ich glaube, ich bin relativ nah am Menschen und ich habe unglaublich viel Kommunikation. Großteils will ich sie gar nicht, aber ich hab's trotzdem. Ja? Weil wenn man an der Bar arbeitet, ist man halt automatisch Pädagoge und wenn man an der Tür arbeitet, ist man nur mehr mit der Pädagoge, weil man kann nicht weglaufen. Also der Barkeeper kann ins Lager gehen, was holen oder der kann irgendwo am anderen End, weiß ich nicht, die Eismaschine bedienen. Ich stehe, wenn's ist, blöd am ganzen Abend, am ganzen Fleck und komme nicht weg. Und mit mir reden unglaublich viele Leute und ich will jetzt wirklich... Nachdem wir viel analysiert haben und auch Lösungsvorschläge da sind, ich glaube, wir müssten die Bevölkerung austauschen. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir das Problem mit Macheten lösen. Weil du sagst Ü25, ja? Wer ist denn da Ü25? Ja, naja. Ist über, also ich glaube, wir sind alle Ü25. Die jungen Leute fehlen im Widerstand. Der Widerstand, ja. Das sind alle Weiber, muss man leider sagen. Also am Anfang waren bei diesen Veranstaltungen 2/3 Frauen und garantiert alle über 40. Genau. Und dass du mal unter einen U25 da dabei hast, das ist die absolute Ausnahme. Also was ist mit irgendwo, da haben wir was falsch gemacht. Nein, das ist eine Frage. Du mit solchen, du bist ja auch anderen. Nein, ich kann erklären, woran es liegt. Es liegt an der Technisierung, was wir
kämpfen müssten, wäre der Technisierungsgrad. Doch, aus einem einfachen Grund. Aus einem ganz einfachen Grund. Der Roman wird es bestätigen, ihr werdet es aus eigener Erfahrung wahrscheinlich auch so sehen, als wir jung waren, ich meine nicht, dass ich mich jetzt alt fühle, aber als wir Kinder, Teenager, Jugendliche, whatever waren, ja, haben wir uns, weil das Telefon an der Wand hing, ja, bestenfalls, getroffen zu einem ausgemachten Zeitpunkt, an einem ausgemachten Ort. Und wenn ein Freund auf Urlaub gefahren ist oder eine Bekannte oder eine Freundin, dann hat man sie danach zusammengesetzt und hat Fotos geschaut, haptisch, so auf Papier und so. Heute geht den Menschen ihr Freiheitsverlust, nicht rausgehen zu dürfen, sich nicht treffen zu dürfen, irgendwas nicht tun zu dürfen, gar nicht ab, weil der will nicht draußen mit seinen Freien Fußball spielen, der will nicht auf dem Baum kraxeln, der will nicht, weiß ich nicht, kopulieren, weil heute ist ja wie bei der Kreditkarte, genügt hinhalten oder muss ich reinstecken. Ja? Ja, das ist die Jugend heute. Tatsache ist, die schauen einfach einen ganzen Tag blöd in ihr Kastel. Da haben sie ihre Unterhaltung, da haben sie ihr Gossip, da haben sie ihre Nachrichten, also ihre Propaganda. Und da sehen sie, ui, der Franzi fährt jetzt auf Urlaub. Aha, er steht im Stau, halbe Stunde drauf. Ah, der Franzi ist jetzt beim Check-in beim Flughafen. Aha, da kostet es Cola so und so viel im Automaten. Ui, schau, der Franzi darf das Cola nicht mitnehmen, weil der Security gesagt, kann Flüssigsprengstoff sein. Ui, schau, der Franzi ist jetzt in Teneriffa angekommen. Ui, sein Gepäck ist nicht da. Das heißt, ich krieg den ganzen Urlaub von Franzi, ob ich will oder nicht, wenn ich in irgendeinem vermeintlichen sozialen Medium bin, mit, ich brauche den gar nicht vor, ich krieg den Morgenkaffee und den Stuhl danach. Das kann jetzt aber nicht der Ernst sein, dass man sagt, jetzt tun wir die Technik wieder weg, weil wie weit gehen wir jetzt zurück in die Bronzezeiten, die Kupferzeiten, die Steinzeit? Die Technik ist nicht das Schlechte, ja? Der Missbrauch ist das Problem. Und ich sage, jede Technologie ist okay, jede Maschine ist okay, wenn sie den Menschen dient. Und indem du jetzt einfach versuchst, du wirst jetzt wie die Amish leben, ja, dass man nur mit dem Herzen... Nein, aber wir als Kinder hätten niemals ein Handy gekriegt von den Eltern. Die Eltern heutzutage haben sie ja total verändert. Ich bin kein Technikgegner. Ich sage nur, die fortschreitende Technisierung hat dazu geführt, dass der Mensch seine Versklavung und seine Gewohnung an Apps, an Impfpässe, an digitale, an Lösung? Sonst fährst du mit dem Schaf heute. Ich habe ja schon gesagt, wir müssen unser Auge schärfen, was den Umgang mit Technik angeht. Das hört sich jetzt schon anders an als vorher. Also ein Blackout verursachen. Wir brauchen kein Blackout verursachen. Nein, natürlich nicht. Es gibt keinen technischen Rückschritt. Es braucht sowieso keiner glauben, dass es eine Devolution gibt. Selbst ich sag's nur fürs Protokoll. Selbst du, dem dritten Weltland. Die Maschine muss dem Menschen dienen. Und der Missbrauch ist ein Riesenproblem, dieses blöde Elga, ja, diese blöden Smart Meter, alles gut und schön, aber ich will den Missbrauch nicht. Und da müssen wir immer schön wieder den Stachel löten. Ja, ja, aber ich halte nochmal fest, wenn der... Die Frage ist, warum die Jugend nicht mit ist. Der Jugend ist deswegen nicht mit, weil sie diese Zeiten nicht kennt und weil sie alles, was sie in ihrem Kosmos wahrnimmt, auf ein Display hat. Aber auch, weil ihre Eltern ihr nicht das Handy gegeben haben, weil die Jugend kann nicht an ein Handy rankommen, weil sie nicht arbeiten gehen. Aber der, ja, Elvis, das Elvis wird gut aussehen. Stell mir Elvis jetzt gerade das Elvis vor. Dann kann doch bitte der Bezirksinspektor aus Abtenau nimmer gegen mich ermitteln, als Zulassungsbesitzer des ersten politisch verfolgten Fahrzeugs. Oh gut, andererseits gegen eine Pferdekutschen, die hat dann eventuell auch ein Kennzeichen hinter. Ja, doch, gegangen da. Die Jacken auf die Straße und dann hast du deswegen verschoben. Die Straße ist alles möglich. Also die Absurdität kannst du, egal was du hast, in jede Richtung. Ich glaube, dass die Jugend schon kam hat, wenn es mehr krachen darf. Also da bin ich schon davon überzeugt. Hat mich gefreut. Die kommt nur, wenn es beim Fußballspielen kracht. Dann werden wir uns jetzt zum Roland gleich anschließen, weil ich muss nämlich dann arbeiten. Ja, irgendeiner muss ja Steuern zahlen. Ja, arbeitslos. Ja, aber dich finanziere ich ja gern mit. Nein, nein, aber ich sage ja, dich finanziere ich ja eher mit. Ich denke, eh arbeiten, aber wenn es nicht wollen, weißt du, wir haben kein Personal in den Spitälern, ja gut, dann sollen sie es halt sein lassen. Hm?
Danke, das Kommersatz, gell? Danke fürs du, Kommen. Papa, wegen am Radio, gell, das machen wir auf jeden Fall. Wie ja. Und du auch. Schön, dass du gekommen bist. So wie dich geschreckt, gell? Einen schönen. Ja, ihr Lieben, für euch. Dankeschön, alles Gute. Wir haben dann nämlich gut bewacht vom ÖBD in der Salzburger Straße Videoüberwachung und wir sind da quasi mit dem Land Salzburg und dem Ministerium für ein lebenswertes Österreich und der Europäischen Union jetzt am Schwurbeln gewesen. Man muss sich das einmal vorstellen. Kein Beimal. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende und wir treten jetzt den Heimweg an, weil ich, wie schon erwähnt, jetzt wieder arbeiten darf. Steuern zahlen für System. Bezahlt Deppen gucken. Ihr wisst schon, Gartentor ausreißen, 1,6 Promille, weil es der Gangstler so gesagt hat. Und ja, in diesem Sinne sind wir jetzt da dahin. Fazit ist, war recht spannend, wird im Endeffekt meiner Meinung nach allerdings nichts verändern, weil man, wie gesagt, ja mit dem österreichischen Bürger konfrontiert ist. Und nachdem da bekanntlich die meisten sagen, ich allein kann ja eh nichts tun und übersehen, dass sie insgesamt ein paar Millionen sind, wird das halt so bleiben. Und deswegen lasse ich mir jetzt für die Deppen angucken wieder zahlen und gebe davon dann wieder 75% an den Staat zurück, damit der mich dann wieder schikanieren kann als Untertanen. Somit schließt sich der Kreis. Ich sag für euch Baba, bis zum nächsten Mal. Und nachdem wir den Darian heute mit hatten, da werden wir nächste Woche auch noch ein bisschen weiter arbeiten, weil ihr wisst ja, wir haben das schon geklärt, der Rechtsstaat ist ja immer noch ein bisschen sonderbar und man hat ja auch da Dinge pervertiert, wo man früher quasi so lange als unschuldig galt, bis die Schuld bewiesen ist, muss man ja heute als Angeklagter seine Unschuld beweisen. Und wenn man das täte, indem man sogar Beweismaterial vorlegen würde, wird das ja einfach vom Gericht nicht anerkannt. So weit, so gut. Für euch, Baba und ja, gute Nacht. Ihr habt euch wohl.